Programm. Gut. Ja, dann herzlich willkommen zum ersten Nachtliga RP Talk. Wir haben uns heute hier in Tieresfall getroffen zur ersten Show und wir quatschen da mal so ein paar Themen aus dem RP-Bereich. Ziel der Show ist es nicht, den perfekten Weg oder die ideale Lösung vom RP aufzuweisen, sondern einfach nur Ideen wiederzugeben, aufzuzeigen, wie andere Spieler gerade aus dem RP-Bereich über bestimmte Sachen, Situationen, Add-ons etc. denken und ja, Ideen auszutauschen. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal erstmal damit an, dass sich unsere heutigen Talkgäste erstmal so ein bisschen vorstellen. Und ja, dann würde ich mal sagen, reihum, gib Gas. Ich würde einfach mal anfangen. Nimm mal zu. Alles klar, gut. Also, ich bin der Dana, bin auf Seite der Allianz bei der Nachtwache, beziehungsweise Porsche Liga, ist ja komplett miteinander verbunden mittlerweile. Ich mache überwiegend Nachtelfen-AP mit meiner Gilde Orden der Danari und ja, so führt dann zu mir. Und ich hänge mich ja gleich mal dran, wenn wir schon die Allianz angefangen haben. Frederik mein Name, also zumindest mein Hauptcharakter Frederik, beim Königlichen Wachregiment bin ich aktiv. Ich bin zugleich der Gildenlead von den Charlator, Arandir, da bin ich bekannt ein bisschen. Ich habe auch letztens hier mit dem guten Bretrax schon das Interview geführt über meine Gilde und ich bin halt auch auf Allianz-Seite primär unterwegs, habe meine ersten Schritte aber damals auf der Forscherliga auf Horden-Seite gemacht. Ja, ich bin Toroka aus der Gilde Sylvanas Garde, mal ein bisschen Horde-Seite hier anbringen. Wir haben RP-mäßig verschiedene Sachen, zum einen militärisches RP im weitesten Sinne, also irgendwelche Aufträge, Missionen und sowas. Dann hat sich bei uns jetzt Apothekervereinigung für Untoten RP gegründet und mittwochs bieten wir immer eine offene Taverne an, wo so alle reinkommen möchten, können, die gerne möchten. Fehlt noch einer. Achso, Winterkreuz möchte nicht? Ach, kann nicht, sehe ich gerade. Ist nur Gast. Ja, ja. Einer unserer Gäste, ja. Nee, gut. Braddock hat das Wort. Gut. Zu meiner Person, Onkel Braddock Darkstorm halt, als inoffizieller Häuptling der Hüter der Erde. Bin hier auch schon seit ewig und drei Tage, also schon über 10 Jahre hier auf Vorschlägern, ausschließlich Horde-Seite unterwegs. Betreiben halt auch ausschließlich eine Taurengilde. Halten uns derzeit immer noch wacker, trotz allen Auf und Abs. Und machen weiter stur. Ja, machen stur weiter, so wie wir Tauren halt einfach sind. Gemächlich und erschossen. Laut vor allem. Okay, ich merke schon, meine Vorstellung war ganz schön knapp. Ich dachte einfach nur so fix, fix, fix. Ja, kannst ja jederzeit alles nachschmeißen. Ist ja kein ich vergesse alles nachschmeißen. Alles, was wir machen, weil wir alle Gildenanführer sind, alles, was wir machen, ist hier Werbung. Also bitte Disclaimer einblenden, alles hier ist Werbung. Ja, mal, dann mach ich doch mal hier Werbung, dann mach ich mal voll den Marketing-Mensch. Das Marketing hast du zu wenig geredet. Also so generell, heute mögen wir vielleicht relativ viele Gildenführer oder Offiziere und sowas da haben. Generell ist das kein Kriterium für Talkgäste. Ist jeder, der was zum RP-Bereich sagen möchte oder so, ist herzlich willkommen. Ja, ich würde schon gerne ein bisschen Werbung machen. Ja, klar, kannst du natürlich gerne mit einfließen lassen. Ja, bitte. Okay, alles klar. Also erzähl ein bisschen mehr vom Orden der Danari. Also es ist auch eine eher militärisch geprägte Gilde. Das heißt, das sind quasi der Orden der Danari gehört EC zum Zirkel des Szenarios. Das ist ein militärischer Arm davon und besteht hauptsächlich aus Kriegern, auch aus Jägern, Speern, also Speer werden dann quasi Schurken, auch ein paar Droiden. Und das sind quasi die, die dann an vorderster Front, sagen wir mal, für das Grobe zuständig sind. Das ist eigentlich das, was man zum Orden der Danari sagen kann. Es ist schon ein ziemlich klares Lore-AP, was Nachtelfen angeht. Versuchen wir uns auch immer wieder zu bemühen. Klappt auch ganz gut. Neulinge sind immer gerne willkommen, auch Anfänger, überhaupt kein Thema. Sehr, sehr gerne. Auch wenn man jetzt vom Lore, von der Lore der Nachtelfen nicht so viel weiß, gerne Unterstützung, gar kein Thema.
Ja, das war doch schon mal ganz nett. Ich denke mal, da gehen wir mal in einem speziellen Interview noch mal genauer drauf ein. Das führt dann auch zu meiner Persönlichkeit. Ich bin der Vero hier, der hier auf der Nachtliga Interviews mit RP-Gilden führt und jetzt hier diese neue Serie gegründet hat, in dem wir halt über RP sprechen. Ich selber mache nicht so wirklich RP, ab und zu taste ich mal so ein bisschen da drin rum, aber meistens bin ich nur stiller Zuschauer und naja, bin halt mit dem ganzen RP-Kram und sowas recht interessiert da drin, spiele nur nicht selber so gerne. Ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier unseren Talk. Gut, dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Topic an und ja, ganz, ganz frisch für Legion haben wir ja den Dämonenjäger dazu gekriegt. Hey! Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie kommt das im RP so an? Wie gehen die Gilden damit um? Wie wird der Dämonenjäger an sich aufgenommen? Wird das wieder so ein Fiasko wie damals mit den Todesrittern? Dass da von, ach, keine Ahnung. Also da waren die Geschmäcker ziemlich verschieden und da gab es Diskussionen ohne Ende in den Foren. Erwartet uns das wieder? Oder, naja, wird der Dämonenjäger anders aufgenommen wie Pandaren zum Beispiel? Nee, Gott. Wie ist da eure Meinung? Ich würde sagen, Ladies first, Toroka bitte. Okay. Gildenintern sind die bei uns, Dämonenjäger bei uns noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Wir nehmen sie erstmal in die Garde auf. Alle, die bereit sind, uns zu helfen und nichts Schädliches tun, dürfen von unserer Lore-Sicht aus da mitmischen. Man ist ihnen gegenüber aber skeptisch. Also wer das spielen möchte, der muss auch erstmal unser Vertrauen ein bisschen gewinnen. Und so hatte ich vor 2 Wochen schon mal in der Taverne einen Dämonenjäger, der aber dann überaus brav und irgendwie human ausgespielt wurde und schüchtern und weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob sie sich überall so gut einbringen lassen. Ich fürchte eher, dass die Eigenarten im Rollenspiel wieder so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden und die meisten das nicht so richtig ausleben werden, was damit zusammenhängt. Also Kuscheldämonenjäger, ich bin ganz brav und eigentlich ganz lieb, ich sehe nur komisch aus. Mein bisheriger Eindruck. Das könnte man mit allen anderen Klassen und Reißen dann gleich genauso setzen. Durchaus, ja. Weil man eigentlich bei anderen Klassen- und Rassenkombinationen auch zum Teil auch andere Konzepte ausspielen kann. Wenn jetzt ein Nachtelf kommt und er ist ein Schurke, dann kann er damit sowohl einen Wächter ausspielen, als auch einen Speer oder einfach einen Bauernsoldaten. Oder einen Bauer oder Soldat jeweils. Während jetzt hier ein Dämonenjäger allein durch die Engine schon einfach die Hörner auf den Kopf hat, eine Augenbinde, Tätowierungen und was weiß ich alles. Ja, also ich finde, ein Dämonenjäger ist allgemein, was jetzt AP angeht, schon gewissen Sachen beschränkt. Also was Toroka schon ganz gut gesagt hat, finde ich, diese Kuschel-Dämonenjäger sind kritisch zu betrachten. Ich habe auch einen Fleck reingeschrieben, bitte keine Kuschel-Dämonenjäger, bitte keine Kuschel-DKs. Mhm. Weil ich das zum Teil echt ein bisschen, ja, ich mag es halt einfach nicht. Das ist auch nicht, um die zu mobben oder so, ich mag es einfach nicht. Und zum Teil kommen sie dann an und dann sagt man denen ganz freundlich auch immer, du, dieses AP ist nicht meins, und dann bleiben sie einen aber nicht von, bleiben weg. Und ich kann ein gutes Beispiel bringen, so eine Szene, da sehe ich 3 Dämonenjäger quatschen am Kathedralenplatz. Ja, also klar, es war auch ein bisschen grummelig gespielt, aber sie sitzen da halt am Kathedralenplatz. Mm. Und so von wegen, oh, wir fühlen uns hier voll wohl und so. Jäger könnte sich da nicht wirklich wohlfühlen eigentlich. Da grätsche ich gleich mal dazwischen als Mann vom Fach, behaupte ich einfach mal, beziehungsweise als versuchter Mann vom Fach. In die andere Richtung darf man es aber nicht auch eskalieren lassen, finde ich. Was auch ein paar Mal jetzt erlebt haben im RP, dass die Dämonen dann super evil, super böse machen, dass sie das Dämonische toll finden, super bei sich, etc. pp. Das Konzept in die Richtung halt, finde ich halt auch nicht so ganz richtig, da muss man halt den Mittelweg je nach Charakter natürlich finden. Und ich stimme dir da vollkommen zu. Und das habe ich auch jetzt einem Neuling bei uns in der Gilde gesagt, als wir mal kurz IC unterwegs waren, Sturmwind, meidet am besten den Kathedralenplatz und so weiter und so fort, weil das ist heilig für die, bla bla bla, das ist nicht ganz richtig, da rumzusitzen. Ja, ja. Ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn ein Dämonenjäger, das ist immer meine eigene Meinung, ich finde es okay, wenn man es so ausspielt, aber ich sehe es immer kritisch, wenn ein Dämonenjäger zu liberal
rübergebracht werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ein Dämonenjäger, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, also mein Dämonenjäger, ja, der redet mit denen. Ich habe den jetzt als Sieger, glaube ich, auch nur einmal eingesetzt, aber der hat immer so ein bisschen so was Arrogantes an sich. Also der steht da halt immer und wenn alle anderen sagen, Elunador oder das Licht mit euch, dann sagt er nur, ihr seid zur Kenntnis genommen und fertig. Ja, den fand ich auch noch gut. Den fand ich auch noch auf diesem Scheideweg. Da war weder Badass, Obermotherfucker von der Welt, noch irgendwie komplett kuschelig. Zum Beispiel. Bitte? Xine zum Beispiel, die bei uns auf der Ali-Seite ist, die Dämonierin, wie sie das ausspielt, finde ich das, so stelle ich mir Dämonierin auch vor. Ne? Ist klar, man will mitkämpfen, steht in Sturmwind, versucht die ganzen Agenten da irgendwie rauszuziehen und ist aber auch immer ein bisschen skeptisch gegenüber allen anderen, die jetzt nicht ihre Brüder und Schwestern sind, weil sie natürlich auch weiß, dass sie ein bisschen beäugt wird und ist manchmal auch schwierig vom Charakter. Und genau das finde ich sehr interessant, halt, dass man so ein bisschen Konfliktappeal damit macht. Das ist das, wofür ein Dämonjäger sich einfach wahnsinnig gut anbietet. Hatten wir ja auch an dem Tag, wo ich deinen Charakter gesehen habe, ja in Aktion erlebt gehabt mit anderen Gilden. Ja, den Charakter kann die Illidari, ist sie absolut nicht leiden, woher als Kaldorei ja auch alle Gründe hat. Freue mich auch, ja. Im Endeffekt, das lebt halt auch in diesem Fall davon, dass erstmal die Dämonjäger sich erstmal etablieren müssen in die jeweiligen Fraktionen. Das sagt ja auch schon allein jetzt mal aus dem. Auf Allianz-Seite, wenn man ja dazu Anduin kommt, dann sagt er, okay, ihr kriegt eine Lage, ihr arbeitet für uns, aber passt auf euren inneren Dämon auf, ihr werdet kritisch beäugt werden. Sondern die sind unter einem, die werden auf ein Auge wird auf die groß noch geworfen. Ja, wie er da noch zu einem Dämonier gesagt hat, der einmal Issi kurz die Kontrolle verloren hat, macht das noch einmal und ich köpfe euch. War aber mit den Todesrittern genauso. Ja, klar, mit den Todesrittern war das nicht anders. Ich finde es halt immer ein bisschen, ja, um das jetzt nochmal einfach mal was für mich dann kurz dann nochmal so zu sagen, eben diese Kuscheldämonenjäger, wie Toroka schon gesagt hat, sind. Natürlich gibt es überall gut und böse, in Anführungszeichen, solche und solche. Der eine ist vielleicht direkter und grummeliger, der andere zurückhaltender. Aber es ist schade, wenn dieser innere Konflikt nicht mit bedacht wird, den die ja haben, dadurch, dass diese dämonischen Kräfte in ihnen sind. Genau. Und wenn die dann einfach so hinkommen, hallo, ich sehe böse aus, aber ich bin ganz lieb. Ja, das passt auch gar nicht zur Aufgabe. Warum hast du dir den Charakter dann gemacht, wenn du im Grunde ganz lieb bist und nur böse aussiehst? Und, dann mach ein Paladin. Ich finde es schade. Ich finde, dann ist einfach Potenzial vergeudet, wenn man es so ausspielen möchte. Das ist jedem selbst überlassen, aber dann ist das Besondere von dieser Klasse eigentlich überhaupt nicht bedacht worden. Warte auf den Tag, wo ich einen Dämonenjäger sehe, der eine Diskussion beginnen möchte, warum man die Dämonen töten müsste. Sie wollen ja auch sicher nur irgendwie ihrer Aufgabe nachkommen. Ja, super. Warte auf den Tag. Ja, also wie gesagt, ich kenne ein positives Beispiel, Gott sei Dank, auf der Allianz-Seite. Das ist auf jeden Fall für mich die Xinuel. Einfach in dem Sinne, weil sie genau das, was du gerade sagst, Toroka, genau das macht. Genau das macht sie. Und das ist richtig cool. Die hat auch, ist auch ein Twink von ihr, das ist eigentlich eine Drehner-Magierin. Und die macht auch super API und die steht auch voll auf Konflikt-API. Der war das auch ganz bewusst und hat sich richtig da reingestürzt. Das war halt cool. Ja, mit der hatte ich auch ein paar Mal zu tun. Natürlich Spielerin gerne öfters. Auch wenn da mein Charakter natürlich andere Ansichten hat, mein Dämonenjäger. Das ist aber natürlich, ja, das ist einerseits erstmal natürlich vom eigenen, was man so an Infos hat und wie man es eigentlich rüberkommt und natürlich vom eigenen Spielempfinden. Mein Charakter, das kann ich ja gleich sagen, der ist ja etwas ruhiger, diplomatischer veranlagt, weil der weiß, okay, man muss irgendwie kooperieren, weil die Legion steht vor der Tür, wenn wir uns jetzt gegenseitig an die Gurgel gehen, weil der eine mag Dämonen nicht, der andere mag Kaldorei nicht, der nächste mag die Bauern von gegenüber nicht, dann sind wir verloren. Deswegen versucht er ja so diplomatischer zu machen. Danach hat er ja auch versucht, so ein bisschen. Ja, auch das finde ich aber auch ein bisschen, also das ist zum Beispiel jetzt auch nicht meins. Es ist okay, wenn es deins ist, vollkommen okay, kannst du ja vollkommen ausspielen, dann ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich würde meinen Dämonenjäger so nicht spielen wollen. Ja, ist deine Entscheidung hängt ja auch vom Charakter des jeweiligen Dämonenjägers ab. Wenn ein paar mal natürlich so krantiger sind, ich habe extra nochmal das Illidan-Buch mir da nochmal angeguckt, da gibt es halt auch solche und solche. Da gibt es welche, die sind komplett ab mit der Materie und da gibt es halt den Hauptcharakter, der ist halt ziemlich klar im Kopf, der ist ja ähnlich dann auch schon, wie läuft das, da hat er einen Überblick drum. Das ist dies und das, dies und solche, da kann man halt auch einiges machen. Und nur weil meiner jetzt ein bisschen ruhiger ist, heißt das A nicht, dass er einem auch verbal aufs Maul gibt oder auch so mal ein bisschen gröber sein kann.
Haben wir doch Kapitän Faustherren, dem hat er doch auch über Mund gefahren, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall, kurz, Potenzial ist da, kommt halt drauf an, wie die Spieler es machen. Ja. Ja, das ist doch mal ein schönes Statement, ja. Ja, ich denke auch, IC könnte das ein bisschen problematisch sein, weil die Klasse oder an sich ein bisschen ja, komplexer ist als das Standard. Aber ich denke mal, OOC oder von der Aufnahmebereitschaft der Community für IC gespielte Dämonenjäger dürfte es da, glaube ich, keine Probleme geben, wenn sich die Leute da ein bisschen hinterhängen, ein bisschen in die Materie einarbeiten. Nö, die kriegen alle ihre Chance, erstmal loszuspielen und ob man dann Spaß dran hat, mit dem Charakter zu spielen oder nicht, das zeigt sich ja dann. Ja, das ja, dem stimme ich zu. Ja. Gut, sonst noch irgendjemand so Gedanken so zu dem Topic? Ich erwähne mal kurz das Wort aus der Seite der Hüter. Also wir Tauren an sich oder wir auch als Gilde sind ja sehr unvoreingenommen. Ich meine, wir sind auch einer der einzigsten wenigen, die auch schon mit der Allianz schon damals RP gemacht haben. Mhm. Aufgrund, weil wir keine Vorurteile gegen alle haben, weil das so in unseren Lehren halt einfach schon immer so fortgeführt worden ist. Dämonenjäger und Todesritter damals schon mit eingeschlossen. Okay. Selbst die Untoten damals an sich, obwohl sie eine Zuwiderhandlung der Natur waren, haben wir die halt dementsprechend ja halt auch angenommen. Wir stehen denn halt natürlich genauso wie jeden anderen halt, ja gut, ein bisschen mehr skeptisch gegenüber als den anderen. Mhm. Aber auch einfach liegt es nur daran, weil sie halt einfach neu und fremd sind. Sie können sich dementsprechend halt auch genauso beweisen, um zu zeigen, dass sie halt doch noch irgendwo im Kern eigentlich gut sind. Weil man, ansonsten hätte man ja so quasi das Recht auf der Natur, also den Sitz hier unter den anderen ja damit ja verloren. Tust du uns nichts, tun wir dir nichts. Ganz einfache Regel. Ja, hört sich schön an, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass einer liberaler sein kann, das meint schon. Ja. Weil ja, Dana sieht das tatsächlich EC komplett anders. Also Dana sieht das echt so von wegen, wenn die Legion erledigt ist und ihr seid noch da, dann sorge ich dafür, dass ihr weg seid. Ja, tu das, mach ruhig, wir schlagen härter zurück. Nee, also so ungefähr so denkt er sich das, aber das ist natürlich jetzt am Anfang so, ich möchte da so eine kleine Entwicklung quasi reinbringen, weil der Idee da wird da wahrscheinlich eh der große Held dann am Ende sein. Ja, gab's. Da wird sich das alles auch wieder wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern, aber am Anfang ist es natürlich klar, dass ein Dana erstmal sagt, okay, ich muss mit denen arbeiten, wie die meisten wahrscheinlich, muss mit denen arbeiten, zähneknirschend, aber eigentlich, ja. Und dann am Ende wird sich wahrscheinlich, wenn die dann quasi als die Helden darstellen, die ein großes Opfer gebracht haben, und dann es tut mir so leid und so weiter. Ja, wenn es keine Helden sind, dann werden sie zumindest, denke ich mal, auf beiden Fraktionsseiten vollwertig akzeptiert werden, denke ich mal, so ähnlich wie beim DK. Ja, glaube ich auch. Aber ich denke ein bisschen mehr sogar als die DKs, wenn das wirklich so ist, dass der Eddie danach als der große, tolle Held für alle dasteht, dann wird das wahrscheinlich sogar, wenn die wahrscheinlich sogar mehr akzeptiert werden. Sehen wir ab 7.2. Und ich tue mal kurz eine Frage von einem Gast mal vorlesen, da hat der Taldevin geschrieben, wieso meint ihr eigentlich alle, dass wir gewinnen? Ja, einfach die Wiese. Wir sind die Helden und das hat Blizzard in dem Interview letztens auch gesagt. Am Anfang darf man auf sprichwörtliche Maul bekommen, aber am Ende müssen die Spieler gewinnen, dass man Erfolgserlebnis hat. Also wird es nicht am Ende sein, dass Sargeras Azeroth kaputt macht. Vor allem WoW ist Blizzards Haupteinnahmequelle. Ja, wäre geschäftsschädigend, ja, wenn sie ein anderes Konzept verfolgen, ja. Aber wäre interessant, wenn wir auf verlorenen Posten stehen würden. Das wäre mal was anderes, ne? Mhm. Wir alle gehen davon aus, wir sind die großen Helden und am Ende, weiß ich nicht, haben wir aufs Maul bekommen und sind kurz vor der Ausrottung. Oder ich sehe es kaum, da kommt dann irgendein Titan, macht eine Zeitreise hin und dann gibt es irgendwie Paradoxum. Nein, keine Zeitreisen, ach, bitte nicht. Ach, du meinst, es gibt gleich einen zweiten neuen Planeten, den wir da neu bespielen können, also WoW 2. Ja, so in der Richtung, sowas, ja. Ich sag nur, das haben die Superhelden schon gemacht, das kann man bei Blizzard vielleicht auch machen. Warlords of Draenor ist ja schon mal vorgedacht, ne? Oder wir schlagen die Legion zurück, hauen Sargeras eins aufs Maul und kommen dann zu den Titanen hin, damit die uns bedanken und dann sagen die, hey, am Arsch geleckt, ich hab euch verarscht, und dann kriegen wir von denen einen aufs Maul. Und dann stehen wir dann da mit einem dummen Gesicht. Genau. Ach wieso, als Legendary-Item einen ganzen Planeten kriegen? Das ist nicht verkehrt.
Am besten noch als legendärer Azeroth. Dabei wünsche ich mir als Taucher endlich mal nur als Waffe einen ganzen Baumstamm. Ja, das wäre cool. Das wäre das geil. Mindest so gibt es ja in Hochberg dann diese Totems auf dem Rücken, kann man sich da kaufen. Ja, aber ja, schön, ich will damit zuschlagen. Das ist ein Argument, ja. Das denke ich mir schon, seit ich damals von Warcraft 3 auf WoW umgestiegen bin, dass ich die Klassen aus Warcraft 3 spielen möchte. Ich möchte auf einen Ork haben, der einen Kodo hat mit seinen Trommeln und da rumrennt. Oder so ein Wolfsreiter, der Netze schießen könnte. Kann. Wäre ganz cool. Mal gucken. Jäger werfen doch Netze, oder? Der Überlebensjäger wirft aktuell Netze. Ja, aber nicht so, dass er direkt vom Mount da raus seine Netzchen da rumschmeißt. So wie da müsste mit einem Mount-System arbeiten. Ja, Ork auf Kodo geht auch schon. Ja, aber du hast die Kriegstrommel nicht dabei, die diese Aura verströmen. Du hast da zwar Kodos, die da ein paar Trommeln an der Seite hängen haben, aber die machen nichts. Ich will so richtig als Raid-Buff möchte ich mit meinem Ork auf meinem Kodo damit rumrennen und die dann quasi durch meine Trommeln buffen. Gab damals zu Classic oder PC-Zeiten gab es doch Ledertrommeln als Buffs, oder? Ja, aber auch wieder nur separat im Inventar. Ja, das ist halt so mit Zusatzzeug, was man sich da zusammen. Aber gute, ja, müsste man eigentlich machen können. Oder halt dunkler Waldläufer. Cool. Wäre cool, ja. Ob das umsetzbar ist oder ob sich das durchsetzen würde, bezweifle ich, aber wäre cool. Ja, es gibt so viele Sachen, die sie hätten damals besser machen können, dass es einfach ein bisschen gewisse Differenzen und Unterschiede gibt. Wie schon damals halt die Sache mit den Klassen zwischen Paladin und Schaman, das hat schon mal wenigstens dann eine Differenz war, aber überhaupt zwischen den Völkern, jetzt ist das alles so gleich durchgemischt, ja, genau, wozu jetzt noch hier unterschiedliche Klassen haben, wenn du mit einer Klasse alles genauso durchmaschen kannst. Da zwar ein paar besondere spezielle Fähigkeiten, aber das Ende ist dasselbe. Das ist öde, langweilig, bla. Ja, im Endeffekt ist da halt die Casualisierung angegangen, die verschiedenen Klassen, die verschiedenen aufzumachen, falls einer halt Gnome toller findet als Ork. Ne? Das ist halt wieder Aussage vom Gast, lese ich mal vor. Aber dafür müsste man generell von dem Mount aus kämpfen können. Bis jetzt kann das nur der Paladin seit neuestem. Ja, also ich weiß, Sprint von dem Paladin kämpfen kann auf dem Mount. Wisst ihr da mehr? Der hat so einen Sprint. Ja, so ein Sprint, wo du 3 Sekunden auf dem Mount sitzt für 100, mit 100% Bewegung, aber das war's auch schon. Ja. Aber für RP ist das ja jetzt nicht ganz so wichtig, um zum Thema zu kommen. Ja, wir schweifen ab. Mhm. Durchaus. Dämonenjäger war das Thema. Echt? Ursprünglich, ja. Kurz Dämonenjäger. Wozu brauchen wir Dämonenjäger noch? Bitte? Wozu brauchen wir denn Dämonenjäger noch? War der wichtig? Wizard braucht den Feature. Ja, der war ein bisschen wichtig. Ist eine nette, schöne neue Klasse, ja, aber aus RP. Jedes Addon gab es was Neues, da muss es halt in diesem Addon der Dämonenjäger sein. Fürs RP ist, wie gesagt, Potenzial ist da, muss man halt nutzen. Jo. Da renne ich halt schon auch der ein oder andere Gilde hinterher oder hier. Wir haben ja schon was überlegt gehabt, L-Präsidente Dalanare. Ja, hatten wir was überlegt, aber müssen wir nochmal gucken. Egal, gucken wir mal. Im Zweifel ist aktuell E-Server-Plot, da kann man sich ja einbinden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ob der jetzt reingekommen ist oder nicht, das hätte auch keinen Unterschied jetzt gemacht. Also wenn wir jetzt nur Legion gekriegt hätten ohne Dämonenjäger, hätte jetzt auch nicht wirklich was ausgemacht, oder? Nö. Ich meine, ist cool, dass er drin ist, aber naja. Nö. Hätte nichts geändert am Endeergebnis. Ich find's gerade momentan in der momentanen Situation, dass wir halt im Pre-Patch da sind, dass dann Legion kommt, dass man dann neben Dämonenjäger abhängig auch was ausspielt, auch bei gewissen Events, finde ich schon gut. Wenn er dann da nicht auftaucht oder manche Leute dann sagen, nee, ich brauche den da nicht oder so, fände ich jetzt etwas kontraproduktiv, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke mal, dass es diese Leute schon geben wird. Ist ja auch okay von deren Meinung, aber es macht das Ganze, glaube ich, schon spannender. Und da muss man halt Leute finden, die das halt dann auch ja, gut machen. Und ich denke, dass es da jetzt momentan noch nicht viele gibt, aber man kann ja auch hoffen, dass es viele geben wird. So ist es nicht. Richtig, ja. Ne, also, ich habe jetzt meinen nur einmal ausgespielt. Ich kann es selber nicht beurteilen, wie ich meinen spiele. Vielleicht sagen auch andere, Gott, der spielt den Kacke. Das weiß ich ja nicht. Aber ich sehe halt auch immer mal wieder eben genau das. Also, wenn ich dann halt im Event bin und ich denke mal, davor haben so viele Sorge und dann auf einmal hast du da so ein Kuschel-DH, dann denkst du dir halt auch noch. Aber das denke ich mal, wird so nicht passieren.
Jo, warten wir ab, was da die Zukunft bringt. Ich denke mal, bis jetzt über all die Erweiterungen hinweg und sowas und all die neuen Klassen sind die Leute im RP immer miteinander ausgekommen und ja, mit dem Dämonenjäger werden sie sich auch arrangieren und damit klarkommen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Gut, nächstes Topic, wenn ihr nichts dagegen habt. Was meint ihr, die aktuelle Erweiterung Legion, die jetzt kommt, wie stark wird die euer RP, was ihr so regelmäßig spielt, beeinflussen? Oder beeinflusst die euch überhaupt? Genauso wenig wie die letzten 5 Add-ons. Okay. Gut, Braddock jetzt im Speziellen, da hat einen Horizont wegen Kellerfenster. Offiziell war er nie in Nordend. Er war nie in Pandaria. Er wunderte sich plötzlich nur, dass es so neue, bekloppte andere gibt. Wie Worgen, Pandas, Viecher, die so breit sind wie er selbst, was ja schon ungewöhnlich ist. Und mehr weiter als Booty Bay hat er auch nicht gesehen, wo er nur hingefahren ist zum Saufen, wegen Partys. Ansonsten war halt sonst über die ganzen Jahre jetzt, wo hier so viel Tara war, gut, das Einzige, worüber sich aufregen würde, ist der Idiot, der so einen Graben im Brachland gezogen hat. Ansonsten ist er da nie weiter rausgekommen. Außer besoffen von Ratchet nach Orgrimmar laufen, aber das ist was anderes. Ja, dann, ja. Ich glaube, danach, wir beide können das einfach kurz machen, das beeinflusst uns schon, oder? Ja, das beeinflusst uns auf jeden Fall. Also es ist jetzt mal vom, also es ist von Orden der Anari zum Beispiel, hier ist es halt so, die sind halt nun mal Militär des Zirkels und bei denen ist es halt auch so jetzt gerade, dass sie haben Easy ihren Sitz in der Mondfederfeste und in Piralas halt und da habe ich dann irgendwie mal so gildenintern erstmal dann so geregelt oder so mit denen dann das so gestaltet, dass dort auch Dämonen in Düsterbrookrad sind, die natürlich die vier Feste gerade ein bisschen bedrohen. Dann kommen natürlich dann die Invasionen, jetzt zum Beispiel in Westphal und Easy ist es halt so, dass von Sturmwind auch viel Hilfe an die Feste kam und natürlich dann ein Orden der Anari sagt, ja okay, wir gehen da jetzt hin und helfen denen, die haben uns auch geholfen, das heißt, wir helfen denen Westphal irgendwie zu retten, weil wenn Westphal fällt und die Weststrom-Garnison überrannt wird, ist Sturmwind weg, ne? Und das ist nicht gut, weil das sind unsere Verbündeten. Ja, und um es kurz zu machen, auf Allianz-Seite läuft ja aktuell, zumindest geplant, so ein Riesenplot, wie es damals bei World of Draenor, habe ich gehört, gewesen sein soll. Da ist auf jeden Fall was groß geplant, wo auch gefühlt alle Gilden mitmachen, die groß aktiv RP betreiben. Sei es jetzt eben die Dalanare, glauben, mache ich ja mit, habe dich gesehen, dass du dich angemeldet hast. Die Scharlachrote Faust macht mit, die natürlich meine Dämonenjäger-Gilde wird wohl auch mitmachen. Ja, da kann ich sagen, das beeinflusst die natürlich, weil ohne die aktuelle Lore gäbe es die Dämonenjäger nicht. Welche Überraschung. ja, beeinflusst natürlich sowas und auch allgemein immer wieder, wenn mal irgendwie was passiert im RP oder so, das kann man ja immer wieder einfließen oder ist immer ein Aufhänger für einen guten Plot, wie du gesagt hast. Legionsinvasion im Westfall, da kann man dann da was machen. Genau, und da es ist halt so, dass da wird ja auch dann ein Plot organisiert und das machen die Reifen und Charlotte Ruppenfaust, die auch richtig Ahnung davon haben, sehr offensichtlich. Und da möchte man natürlich dann auch, klar, dann so versuchen natürlich alle Gilden so gut sie können, da mitzumachen. Das ist ja auch erwünscht so. Und die planen das immer wunderbar und immer richtig schön. Und das macht halt Spaß. Also das ist das erste große Ding, wo ich jetzt so mitmachen würde. Aber ich habe halt auch viel gehört von den ganzen Sachen, was da alles so für Sachen davor schon waren, was die da zusammen dann mit uns gemacht haben, war immer spannend. Also hat immer Bock gemacht. Ja, ist halt auch die noch dienstälteste aktive Rollenspielgilde. Also der hat schon damals, ich habe RP auf der Allianz-Seite damals bei der Faust gelernt, die war 2010 war das gewesen, seitdem gibt es sie immer noch unter derselben Führung. Die hat sie festgehalten, während andere Gilden, Heilige Inquisition, dies und das, die Gilden sind alle verschwunden über die Jahre. Ja, aber schade. Also genauso stur wie wir Hüter. Ja, bei euch war es irgendwie, als ich damals gespielt habe, wir hatten ja Kontakt gehabt damals noch, Bladok. Mhm. Ja, erinnerst dich jetzt, wer ich bin? Ja, klar. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, da können wir andermal drüber reden. Ja, auf Hordenseite irgendwie, da war mal was da, da war was nicht da. Die Hüter waren irgendwie zwischenzeitlich mal tot, dann waren sie doch am Leben. Als ich jetzt zurückgekommen bin, war jetzt wieder irgendwie bei euch ein Gildenaushang im Forum gewesen. Auf Hordenseite ist es ja irgendwie noch genauso sprunghaft teilweise wie auf Allianzseite. Nein, also gut, jetzt speziell jetzt dazu, uns zu sagen, wir waren schon immer da. Uns gab es immer.
haben auch immer was gemacht und auch RP betrieben, nur bei uns ist das halt verstreut und nicht so zentralisiert wie bei euch. Ansonsten waren wir immer zugegen. Okay, ja. Und das schon seit über 10 Jahren. Ja, lang gehalten, ähnlich wie die Faust. Die ist auch, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten aktiv. Alle anderen großen Gilden aus dem damaligen Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, die haben sich auch eher verstreut und aufgelöst. Und die Faust sind engagierte Leute dabei, die machen das. Da bin ich auch ganz groß. Damals fand ich schon die ganzen RP-Events toll. Ich denke, der jetzige Plot wird auch super werden. Haben alle Leute ihren Spaß dran. Das wird sich natürlich dann auch in der Zukunft zeigen. Also ich sag jetzt mal so, dass viele Gilden dann weg waren, was auch immer, das wird wahrscheinlich auch mal, ich denke mal zu 90% lieber eher RL-Gründer haben, also Real-Life-Gründer. Das heißt, du, dein Leben ändert sich, du hast vielleicht einen anderen Job, der ein bisschen heftiger ist, du kriegst vielleicht ein Kind, sonst was. Ich glaube, das hängt eher damit zusammen. Weil ich hatte ja auch eine Zeit lang eine Pause einfach aus RL-Gründen, weil ich einfach durch meinen neuen Job mega eingespannt war. Na, und dann hast du halt einfach nicht mehr wirklich Zeit. Ich denke, das sind die Hauptgründe, warum da so Gilden dann sich auch auflösen, weil die Leute einfach im echten Leben auch gewisse Verpflichtungen dann bekommen, die das API dann halt ein bisschen bremsen, einfach weil API ist ja einfach so gesehen auch einfach ein Hobby. Und manchmal muss man gewisse Hobbys halt machen. Wenn gewisse Lebensmittel da eintreten, beiseite legen. Ich denke, das ist der Grund, warum die Gilden dann eher verschwunden sind. Weil ich das meistens so auch selber so erlebt habe. Ja, ist auch naheliegend, das ist ein Hobby. Er geht vor. Und. Hallo? Jo, wir sind auch hier. Ich habe jetzt auch schon wieder abgeschweift vom Thema, wie betrifft uns die Lore, zu dem Thema, warum verschwinden Gilden. Naja, die Sache ist die, eins hängt mit den anderen zusammen und in das Gesamtkonzept alles. Irgendwo ist irgendetwas, was mit den anderen Sachen halt immer zu tun hat. Mhm. Stimmt. Egal, ob nun RL, RP, das Gesamte, ob da irgendwas dazwischen fällt, ob da wieder Lust, ob da wieder ein Konflikt entstanden ist. Das eine führt zum anderen und da reißt dann noch irgendwas mit sich und dann hast du schon eine halbe Gilde, die auf einmal weg ist, nur weil da zwei Leute drin waren. Das ist ja alles auch schon vorgekommen. Durchaus, ja. Ja. Oder einfach auch Gilden, die sich dann auflösen, weil ja keine Aktivität da ist, keine Mitglieder da. Bringt nichts, wenn man eine Gilde leitet und keiner spielt drin. Richtig. Da geht es den RP-Gilden genau wie jede andere Gilde auch. Also ja, eben. Gründe ohne Ende. Ja, ich denke aber bei den RP-Gilden ist das Anführungszeichen noch schlimmer, weil einen Raider, den kannst du so böse jetzt klingt, ersetzen. Ja, Raider gibt's genug auf der Welt. Da schreibst du den Handelschannel suchen, einen DD für unseren Gilden-Raid und hast da einen. Ja, die Community nicht, ist größer, ja. Ja, kannst auch nicht in den Handelschannel schreiben, suche einen RP da für meine RP-Gilde. Das dafür gleich noch geflamed. Ja, im Gegenteil, genau. Da bist du eher noch geflamed. Was willst du? Was wollten ihr Mongo-EP? Da geht doch weg, ihr hockt eh nur in Goldhain. Ja, das kann auch passieren, leider, ja. Na, die kennen halt dann nur Goldhain, das ist das Problem. Aber wenn die wissen nicht, dass du hier Goldhain auch nicht so toll finden. Ja, vor allem Goldhain gibt es ja noch Wald, aber ich habe das auf der Folie noch nie erlebt, dass es da sowas in der Richtung gab. Ja, doch, aber es hat sich, ich glaube, das wurde so ein bisschen zerschlagen, weil die Leute sich irgendwann gemerkt haben, dass die nicht so angenommen werden. Aber gut, dafür haben wir erst den Talk, um das ein bisschen bekannter zu machen, dass es auch noch ein paar andere Aspekte im RP gibt. Wie sieht es denn in der Garde aus? Wie beeinflusst das denn euch in der Garde? Ja, also wir haben jetzt im Vorfeld ausgespielt, im internen Gilden-RP, dass wir unser Hauptquartier in Ogrimmar erstmal wieder fit machen, weil wir halt in Draenor stationiert waren. Das war recht lang. Wir wurden auch sehr früh schon von Sylvanas in unserer Lore gewarnt, dass da was im Anmarsch ist mit den Dämonen. Aktuell ziehen wir jetzt gerade wieder auf eine Insel vor den verheerten Inseln oder dem verheerten Strand und machen da ein Lager. Sprich, wir nutzen unsere Garnison aus Draenor in-game dann praktisch als Stützpunkt, weil man da RP-technisch einfach ein bisschen mehr Platz hat. Wir haben in Ogrimmar, in unserem Hauptquartier, manchmal einfach das Problem, dass ein und dieselbe Ecke für 5 Räume herhalten muss, je nachdem, was man gerade ausspielen will. Und dann war von jemandem die Idee geäußert worden, nehmen wir doch die Garnison, da haben wir verschiedene Gebäude und so weiter. Die steht jetzt
bei uns in Game halt auf einer Insel irgendwo zwischen den verheerten Inseln und Nordend. Deswegen ist es da auch so kalt. Und die richten wir uns gerade ein, um dann in die Schlacht zu ziehen. Winter is coming. Genau. Also bei den anderen Sachen, Projekten, bei den Apotheker-RP ist das jetzt nicht so an der Tagesordnung. Da ist das so ein bisschen außen vor. Mhm. Und in der Taverne kommt es drauf an, worüber die Gäste reden. Da spielen wir jetzt nichts in der Richtung großartig aus. Gut, wie die ersten Dämonenjäger reinkamen, war natürlich schon ein Huch. Ach, ihr seid welche von diesen komischen Neuen und tut uns nichts und überhaupt. Aber sonst war da jetzt nicht so der Inhalt. Was sonst geplant ist, natürlich wieder ein Goodbye-Draenor-Event. Wir hatten ja schon zum Ende von Pandaria ein großes Goodbye-Pandaria-Event. Werbung wird jetzt losgehen, ist für den Abend vor Release von Legion, dass man RP-technisch gemeinsam aus Draenor abzieht und noch ein bisschen feiert, eventuell auch so eine Invasion mitnimmt von den Dämonen und dann gemeinschaftlich ins neue Add-on startet. Mein großer Wunsch dabei war, wir jagen die verdammte Garnison in die Luft. Das wird RP-technisch definitiv umgesetzt. Also, wer da Spaß dran hat, die Werbung geht, wie gesagt, noch los, ist dann für den 29. Abend so ab 8 geplant. Und ja, wir sind Sylvanas Garde und mittlerweile dürfte jeder mitgekriegt haben, wer hier neuer Kriegshäuptling ist. Natürlich Bane. Yes. Und deswegen planen wir für Oktober mal wieder, weil wir ja auch eventmäßig gerne was machen, größeres Wochenende zu Ehren von Sylvanas. Ein Turnier, das zum einen wieder Wettkämpfe sind mit Preisen, zum anderen aber auch ein Rollenspielmarkt, dass man da verschiedene Stände und Angebote und ähnliches einbringt. Da möchten wir halt auch gern die anderen Gilden von der Forscherliga und auch Crossrealm davon begeistern, dass man das gemeinschaftlich macht. Die Organisation startet im September, wenn Legion auch raus ist. Und ja, da werden wir dann ein Wochenende so richtig schön feiern. Überlegen noch für Forscherliga Nachtwache auch einen richtigen OC-Markt anzubieten, hinsichtlich hergestellter Sachen, dass man sich da ein bisschen abspricht und Leute sich da ein bisschen ausrüsten können. Aber das ist alles noch in der Planung. Da werdet ihr auch noch viel von hören. Also wir arbeiten schon mit dem kommenden Add-on, mit der Legion und den Themen, die uns da gegeben werden. Mhm. Hört sich interessant an. Ja. Und ja, wie man schon merkt, sind ja auch relativ alle Aspekte vertreten. Wir haben Gilden oder RP-Spieler, die sich da keinster Weise von beeinflussen lassen, was wunderbar klappt. Wir haben Gilden, die sich da komplett von beeinflussen lassen. Und Gildenspieler, die sich nur ein bisschen davon beeinflussen lassen. Klappt in jeder Hinsicht. Mhm. Ja, also, könnte jeder so... Sorry, Bruder, hab ich unterbrochen. Das liegt aber auch mehr in der Sicht der einzelnen Leute, die, wie sie gerade da halt quasi mit ihrer Lore umgehen und das quasi mit einverleiben zu können. Mhm. Was aber jetzt bei Legion an sich halt relativ einfach ist. Gut, du hast jetzt eine neue Konfliktpartei, wo du jetzt gegenkämpfen kannst und musst jetzt komplett mit allem Mann dagegen ziehen. Ansonsten ist unser Planet verloren. Und das kann man dann halt ja jeder für sich entscheiden, wie viel oder wie sehr er sich dafür engagieren will, um da quasi dieses RP-Erlebnis halt mitmischen zu können. Ich für meine Person mit Bardock ist halt ja klar, ich meine, da kommen jetzt schon wieder die nächsten Hampelmänner, die dir ja schon gleich wieder dein Bier streitig machen. Und das kann man natürlich nicht tolerieren, also natürlich schlägt man da auch zurück. Ganz klare Sache, das fällt ja jedem auf. Gut, ich weiß es auch nicht, dass Sylvana jetzt neue Kriegshäuptlingsdame ist. Who cares? Aber hey! Herr Türsteher, ihr bekommt am Mittwoch erstmal eine Weiterbildung. Ich bitte darum. Ja, das wird dir in-game erstmal vermittelt, dass unsere Chefin jetzt auch so allerleuts Chefin ist. Aha. Zur Kenntnis. Ich kann mir so vorstellen, Sylvanas gerade steht da. Ja, ihr helft dann auch bestimmt Volgin zu rächen, oder? Ganz klar. Ja. Ja, ganz groß angekündigt. Ach, dieser Cinematic war so episch. Mhm. Ja, so. Ganz schade, wie Volgin eben draufgegangen ist. Statist Nummer 27 von hinten erstochen worden. Aber ich fand's super genial. Also ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber fand's cool, dass sie jetzt so ein bisschen größere Rolle kriegt, diese Sylvanas.
bisschen mehr so die Heldenrolle kriegt. Ah, schauen wir mal, ne? Schauen wir, das ist immer so, ja, ob sie so heldenhaft wird, ist noch so ein bisschen abzuwarten. Sie birgt wohl auch Konfliktpotenzial im nächsten Jahr. Ja, das auf jeden Fall, aber das du, kommt. Geben sich ja gern Graumede von der Allianz und Sylvanas auf die Backen. Mm. Ja, du musst ja auch. Beiden lieben sich, ne? Jetzt hast du Jaina als Konfliktpartner quasi ja schon richtig storymäßig ja super reinbekommen. Mhm. Und ich wette, da werden sie sich auch nichts davon nehmen, dass sie die dafür quasi, ja. So, aber Spoiler für alle, die mitbekommen. Ich bin noch immer dafür, dass es bei Varian so enden wird wie bei Bolvar vor Drago. Und da halte ich felsenfest dran fest. Superhelden-Syndrom. Ja. Als Anwesende wissen, was ich meine. Dass er was irgendwas anderes wiederkommt. Ja, weil gestern im Gespräch hatten wir es auch schon. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die zwischen Sylvanas und Jaina so ein bisschen einen Rollenwechsel veranstalten. Jaina kommt immer düsterer, dunkler rüber und angepisster. Und ja, Sylvanas wird immer mehr so ins Rampenlicht gerückt. Und ja, genau, das ist mein. Ja, aber Sylvanas, sie vertritt immer noch ihre eigenen Ziele und sowas, auch wenn sie da jetzt sehr viel Verantwortung für die Horde hat. Man hat ja, wer sich drüber informiert hat, auch schon gehört, es gibt da sehr viel Konfliktpotenzial hinsichtlich ihrer Pläne, die sie dann in dem Add-on so umsetzt. Also, ich bin gespannt. Definitiv. Bin ich sowieso bei fast allen Sachen immer. Gut, damit hätten wir den Topic auch mehr oder weniger abgearbeitet, denke ich mir mal. Kommen wir zum nächsten. Wo trifft man sich denn in-game, um miteinander zu kommunizieren auf Allianz- und Horden-Seite? Gibt es da bestimmte Channels oder sowas? Also IC und OOC, wenn man für Rollenspiel interessiert ist, ob es da sowas gibt. Bei der Seite der Rollenspiel-Channel, ganz einfach, join Rollenspiel, fertig. Da sind irgendwie alle Rollenspieler des Servers, oder ein Großteil halt natürlich, sind da drin. Wenn man da irgendwie was labern möchte, Fragen hat, hat man da seinen Ansprechpartner. Alternativ gibt es auch für viele Gilden eigene Channels, haben die Scharlachrote Faust hat einen Channel, das Wachregiment hat einen Channel, die Dalanare garantiert auch, behaupte ich mal, ohne es genauer zu wissen. Da gibt es dann für die einzelnen Gilden Channels, wo man auch dann eben rein kann, wenn man sich mit der Gilde versteht, um Fragen zu stellen, dies und das. Ja, ich denke halt, der Rollenspiel-Channel ganz einfach, join Rollenspiel, ist wirklich der Ansprechpartner für eigentlich jedermann. Okay. Und auf Horn-Seite, weiß da jemand ein bisschen mehr? Tore, willst du oder soll ich? Du darfst, du hast heute sehr wenig gesagt. Oh, ja. Ja gut, um jetzt da mal was hervorzunehmen, ja, haben wir natürlich auf Horn-Seite natürlich auch, gut, da schimpft sich nur einfach doof OOC-Channel. Nichts Sonderbares, aber da treffen sich dann halt auch wiederum genauso wie auf der Allianz alle die Leute, die Interesse dazu haben, das mitmachen wollen. Oder sich mal kurz vorab zu informieren. Um irgendwas noch zu besprechen, das übliche Alltagstrara, sage ich das mal einfach. Mhm. Aber halt jetzt RP-mäßig, gut, da hat wohl jede Seite wohl auch seine Tavernen. Mehr oder minder. Viele, gut bespielt. Gut, jetzt wo die ganzen Server zusammengelegt ist, merkt man dann auf einmal, wie viele es sind. Aber dann merkt man im Gegenzug dafür, wie wenig andere Aktionssachen gemacht werden. Erstmal um bei uns jetzt bei Vorschläge mal hervorzunehmen, oder jetzt speziell Horde-Seite. Wir hatten ja halt ein Kultlokal, das hat sich auch über 10 Jahre fast gehalten, nämlich das Aas. Und das war schon von Anfang an immer der Startpunkt für jeden, der nichts über diesen Server wusste, um quasi so über im RP, über Informationen, die aktuellen Sachen, wie das jetzt auch immer dieser Tratsch der Leute, dann halt da auch natürlich da ausgespielt worden ist, plus neben dem Event an sich die Taverne, was ja schon damals ein Novum war. Heute ist es ja gehen langweilig. Aber ist dann halt immer noch das einzigste, beständigste und einfachste, was man halt machen kann. Gut, jetzt meine Rolle dabei als Türsteher ist dann halt auch wiederum, ich sag mal, fast einzig. Oder ich bin der einzigste Holzkopf, der diese Scheiße immer noch macht. Du wolltest. Oder er ist einfach zu dumm und findet keine bessere Arbeit.
kann man so und so sehen. Aber das ist dann wieder diese Sache, die Auslegungsart, wie man mit einer Sache umgeht. Und was wir sonst noch haben und du vielleicht mal erwähnen solltest, Braddock, wer da RP interessiert ist, wir versuchen ja auch Crossrealm so ein bisschen die Übersicht zu behalten, wo was angeboten wird an Events, dafür gibt's dann Kalender-Invite. Da kann man sich auch beim Braddock melden und mit in die Liste reinkommen und dann kriegt man bequem auch Einladungen zu RP-Events, die laufen, damit man nichts verpasst. Seien es jetzt Tavernen, Geschichtsabende, Rätselabende, Ausflüge und was wir da sonst noch alles für spaßige Sachen schon gemacht haben. Jo, das ist cool. Seitdem ist mein Kalender mal voll. Ja. Mhm. Gut, das ist jetzt da auch ein ganz neues Werkzeug, was wir jetzt im letzten Jahr an die Hand bekommen haben, was so wunderbar ja in dem Sinne funktioniert, um sowas endlich machen zu können. Früher wussten das die Leute durch Mundpropaganda, weil alles noch klein und handlich genug war. Jetzt ist das halt in einer Größenordnung, die man da so nicht mal einfach handeln kann, ohne gleich einfach eine Sekretärin zu haben. Mhm. Quasi jetzt genauso wie man hat viele Gilden, du hast viele Ansprechpartner, du weißt, bevor du überhaupt zum Chef gelangst, musst du erstmal durch ein paar Instanzen durch. Wie zum Beispiel bei einem gewissen Wacheregiment, da kannst du nicht gleich zum obersten Chef, ohne am Offizier vorbeizukommen, weil er dir sonst einfach gleich schon mal den Kettenhandschuh ins Gesicht schmeißt. Und ja, so hat sich das... Ja, bitte? Ja, und so hat sich das jetzt einfach halt auch so mittlerweile alles gebildet, dass das so... Ja, so einen formellen Gang immer noch mit sich führt. Zumindest finde ich fang mal ein, die ganze Geschichte mit Kalender-Invites, öffentlichen Dingen im Forum etc. auch finde ich besser als, ich sag's mal einfach so, es gibt ein regelmäßiges Event auf Allianz-Seite, Dalanar weiß vielleicht, welches Event ich meine, das findet dann alle 2 Wochen statt, das ist auch relativ fest und alle, die es wissen, die wissen, dass es da ist, aber als Außenstehender weißt du davon gar nichts. Du guckst ins Forum, ob was ist, findest da nichts, läufst du stumm mit, findest da niemanden und dann hörst du aber, ja, alle 2 Wochen ist dieses und dieses Event. Das ist da und da. Und dann denkst du dir so, ja, und woher weiß ich das als Neuling? Eventuell komme ich auf den Server, möchte ihn mir einfach angucken, hab dieses Forum eventuell von diesem gehört, guck da rein, sehe da nichts, da ist nichts los, da ist tot. In Wirklichkeit steppt da der Bär. Was ich halt auch relativ schade finde. Darf ich nochmal einlenken? Gerne. Gut. Das wurde eine Zeit lang im Forum immer wieder reingesetzt. Es wird auch mal immer wieder reingesetzt, nicht immer, gebe ich zu. Es ist aber auch so, dass es auf Allianz-Seite, sag ich jetzt mal, weiß man es halt eigentlich. Ne? Und ja, die Leute wissen es halt einfach. Die Leute wissen es, es ist in der Community komplett bekannt. Und die, die neu sind, sagen wir mal, also so erlebe ich das, werden auch in der Regel direkt an die Hand genommen. Gerade erst, wenn man recht weiß, die sind neu. Dann nimmt man sie sich gleich und sagt, hier komm, wir halten jetzt Händchen und du kommst jetzt mit. Dann werden sie einfach mit zum Training geschleppt. So habe ich das erlebt. Ich finde das auch so vollkommen in Ordnung und total positiv, wenn man dann irgendwie hört, ja, ich habe davon nichts mitgekriegt und dumm die dumm. Ja, dann denke ich mir auch mal wieder, ey, es gibt diese Community da jetzt auf einer Seite da in Sturmwind. Man kann denen nur mal den Weg laufen. Das ist halt einfach so gerade. Und da kriegt man auch einiges mit und da sucht man das AP mit denen. Und in der Regel findet man die ja auch dann auf dem Trainingsplatz. Und dann geht man einfach mal hin und guckt sich das an. Und es kommt auch oft so vor, dass manche dann einfach nur zufällig dahin laufen und dann einfach mitmachen, was ja auch vollkommen legitim und gut ist. Ja, das Event war dann nur nicht mit Sturm geschlossen. Ja, ich sagen. Aber da muss ich einen klitzekleinen Einwurf machen. Eigentlich wäre das ein ziemlich großer Einwurf. Ich hatte mal mit Braddock halt einfach eine Diskussion, was ich mir so in WoW wünsche, um das RP-Leben quasi für uns allesamt interessanter zu machen. Und das war von mir aus eine Idee, so eine offizielle Sache für RPler, dass man eine gewisse Gilde, ich sag mal jetzt doof, eine Wachregimentgilde, die halt quasi auch wirklich offiziell da steht, die halt offiziell da auch dafür halt die Legitimation dazu hat und dass sie halt Leute das daran auch sehen, das ist einer. Schon im Vorfeld, dass sie halt selbst in Sturmwind halt eine offizielle Sichttafel hast, wo halt das alles schon offiziell steht, also offizielle eingetragene Gilden im Spiel integriert, dass sie halt, wie gesagt, auch zum Beispiel die Westfall-Garnison haben und die halt auch bespielen. Das halt auch als festen Punkt haben und da halt auch wirklich diese Räumlichkeiten besitzen, plus sogar diesen lustigen Kerker, um gleich da Leute festzusetzen, um das quasi wirklich im RP ausspielen zu können.
Ja, das steht, ja, mein Wissensstand war, und es steht in irgendeinem Zwischenforum von irgendeinem einzelnen Projekt, steht es drin, dass die das haben, aber nicht so Ja. ganz offiziell oben drin. Da hast du recht, ja, stimme ich dazu. Ich als Neuling, wenn ich Ebenso da halt. hinkomme und gucke mir an, was gibt's denn da und was ist wichtig, IC, dann sagte, ja, die Gilde X hat diesen Punkt, da gehört den. Ja, wo finde ich das? Und dann. Das hat nicht im Spiel integriert. Zum Beispiel, du willst als Neuling, du willst als Wache arbeiten, kein Problem. Dass du halt, wie gesagt, auch so ein Jobangebot da reinbringen kannst oder andersrum. Damals Silbermond, als Burning Crusade rauskam, hattest du wie viele Adlige? Jede Menge. Mehr Adlige, als mein Taure Haare auf dem Kopf hat. So, aber was musst du dafür haben, um so viele Adlige bewirtschaften zu können? Du kannst keinen Adligen haben, wenn du keine Bauern besitzt. Du kannst keinen Adligen besitzen, wenn du keinen Holzfäller hast, der den Ofen warm macht. Du kannst keinen Adligen führen, wenn du nicht irgendwie einen Wachmann hast, der ein klein bisschen für Recht und Ordnung sorgen kann in der Stadt. Mal ganz kurz, also Infostand jetzt, so ist es bei mir angekommen. Also Weststrom-Garnison wird nicht gespielt, oder wie? Nein, es geht darum, ob man quasi, so habe ich es jetzt auch überbrater verstanden, kann er mich gern korrigieren, also es quasi irgendwo einen Punkt gibt, wo man sieht, was quasi Server-Lore, jetzt so böses klingt, dieses böse Wort, ist. Als Beispiel, es gibt dann diese Liste, Wachregiment ist das königliche Wachregiment, das ist das offizielle Wachregiment, Punkt. Weststrom ist Gebiet der Faust, Punkt. Dalaran ist Richtig. Gebiet die Mondfeuerweste, Punkt. Aber da gibt es doch, da kann man noch ein Meldeamt gucken, da steht das doch alles. Ja, in einem Thread, Wo? und da ist es halt natürlich ein bisschen durcheinander, anstatt dass es irgendwie relativ oben angepinnt ist, alles Relevante. Ja, im Spiel selbst, also wirklich im Spiel integriert. Jo, weil. Nicht übers Forum oder sonstigen Quark, sondern halt, wie Sturmwind zum Beispiel wunderbar aufgeteilt ist, dass du halt mehrere Gilden, einen Stadtteilbereich etc., ob gut oder böse, das bespielen können, ein bestimmtes Haus haben zum Bespielen, dass sie einen Status haben. Du meinst das jetzt, dass das Blizzard sich das überlegt oder was? Ja, dass sie das Ah, offiziell jetzt ins habe ich Spiel sowas immer. einbringen. Ja. Ich Guck dachte mal, jetzt auch wieder die Kommunikation. Ja, Fehler von ja, guck mir. mal, du Ja, hast es es ist ein du. bisschen schwer zu erklären, das Ganze. Ja, Ja, es ist nee, relativ jetzt habe ich es aber easy. begriffen. Ich wollte das am Anfang, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ich dachte so, Ja, kein hä? Thema. Also im Grunde geht es darum, du hast ja von Blizzard-Seiten schon jede Menge Innovationen und Neuerungen und etc. für die Bereiche PvP gekriegt und vom PvE, von Classic bis jetzt. Was Interface und Engine und hast du nicht gesehen angeht. Jo. Im RP-Bereich aber nicht. Und Bardock's Beispiel war gerade so ein Bereich, wo man im RP-Bereich sowas machen könnte. Muss In-game. kurz um ein schwarzes Brett. Ja, nicht nur ein schwarzes Brett, sondern halt viel mehr Interaktionsmöglichkeit. Wir hatten es damals in Silbermond gemacht, wir haben uns einen Senat gewählt. Wir Ja, haben das ausgespielt. das gab es auf Allianz-Seite auch mit den Ständerat, Kronrat, das volle Programm. Das Ding ist halt, Richtig. aktuell ist es ja nicht mehr aktiv. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin ja 3 Jahre auch draus gewesen. Ich behaupte einfach mal, weil die jeweiligen Leute fehlen. Richtig, ja, das ist dann nicht schlimm. Aber dass du das wirklich auch offiziell stehen hast, dass einer gewählt worden ist, also wirklich die offizielle Schiene im RP, wie wir das ausspielen. Ja, ich möchte gerne hier euer Führer sein. Ihr wollt mich zum Führer haben? Kein Problem. Dass die Leute halt wählen können. Ich Wählen denke, dass die können. Nachfrage da irgendwie das Problem ist. Ich denke mal, Habe dass ich die auch. RP-Community Blizzard einfach zu klein ist, um sich die Mühe zu machen. Ja, die können auch einfach einen Server, nur einen Server damit einrichten, mit so einer Sache, um das mal auszuprobieren. Ja. Ich Dass würde. wir als. Ja, aber ich befürchte leider, dass wir das nicht machen werden, einfach aus Ja, meinem. das ist ja, deswegen sagte ich ja, das ist ja mein Wunschtraum, was sie machen würden, um für uns RPler das Spiel interessant zu machen, wo wir eine, sagen wir so, eine Macht an der Hand bekommen, wählen zu können. Ja, toll wäre das, keine Frage. Also meiner Meinung nach Yep. ist die Community ist einfach nur zu still. Weil wenn man sich so die Vergangenheit anguckt, was Add-ons und Einbindung im Spiel angeht oder so, die jetzige Suchtool über den Dungeon Browser, ne? Sowas gab es früher schon mal in der Art von Blizzard, dann war es eine Zeit lang raus und dann gab es Open Raid, das ist eine Internetseite, die hat ein Add-on gemacht und dieses Add-on hat Blizzard 1 zu 1 übernommen, das haben wir jetzt als Interface hier innen drin. Und Oder was mir gerade wenn man dann weiter einfällt. guckt, die jetzigen Leisten über den Gegnern, die so drin sind, ne? Das ist aus den ganzen Interface-Addons übernommen. So, und wenn die Community im RP-Bereich ein bisschen lauter in den offiziellen Foren drin ist, dann würde sich auch was im Bereich des Interfaces aus RP-Sicht tun.
Da stimme ich dir gleich mal zu, weil es gibt ja ein aktuelles Beispiel in dieser Hinsicht, das berühmt-berüchtigte Phasing mittlerweile. Weil mit 7.0, falls jemand mithört und es nicht weiß, wurde ja ein Phasing integriert, das wie folgt läuft. Das sind ja dann jetzt auch die Großstädte wie Sturmwind, Teil des Crossroom-Gebiets. Da sind dann auch Silberne Hand, Rat von Dalaran etc. unterwegs, bis zu einem gewissen Level, sagen wir 100 Leute. Und der 101. kommt in der Extra-Phase. Das heißt zum Beispiel jetzt, ich und Dalaran, wir sind in Sturmwind unterwegs. Ich bin in der Phase 1, er ist in Phase 2, wir beide stehen vor dem Kathedralenplatz. Ich sehe ihn nicht, er sieht mich nicht, wir sind aber beide in Sturmwind. Mhm. Und da gab es einen riesigen Shitstorm und einen riesigen Thread im Ami-Forum und dann auch im deutschen Forum, in allen möglichen Foren. Und da ist dann sogar dann Blizzard eingeknickt und haben gesagt, okay, wir tun das Phasing für RP, für Orte, wo oft RP gemacht wird, also Elven, Sturmwind, die ganze Hauptstädte wieder deaktivieren. Also funktionieren tut's. Ja, jetzt ist aber wieder da. Ja, bis zum Add-on. Das habe ich wieder mitbekommen, wie, glaube ich, Norika von der Faust erzählt, dass mit dem Add-on, wenn der Add-on wechselt, dann ist, wenn das Add-on richtig raus ist, das wieder umgestellt werden soll. So mein Stand. Sehen wir natürlich dann, wenn es soweit ist. Ja, dafür hast du jede Menge Beispiele. Dasselbe hatten wir auch, als Battle.net eingeführt wurde, dass da erst am Anfang die privaten Namen drin standen, also die offiziellen Anmeldedaten. Das haben sie ja dann auch irgendwann auf Nickname geändert. Das hattest du bei dem Shopper-Event, wo die Shopper gebaut haben, die in-game reingekommen sind zum Gewinn, als da alle rumgeflammt haben, auf einmal konnten die Allianz-Ewigkeiten kaufen, was der Betrug schlechthin war. Naja, mit anderen Worten, wenn die Community laut genug ist, dann lässt sich da auch ordentlich was bewegen. Ja, das ist klar, das ist keine Frage, aber ich denke, was dieser Wunsch von Braddock ist, was ein cooler Wunsch ist und eine super coole Idee ist, ich denke, die wenigsten denken so weit. Ich denke, dass die meisten sich auch denken werden, ja, mein Gott, das ist das Problem. Ich finde, was du da gesagt hast, war aber total spitze, keine Frage. Das wäre richtig cool, aber ich denke, die meisten sagen sich mal viele halt, ne? Sagen wir mal nicht die meisten, aber halt nicht genügend wünschen sich das anscheinend. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wenn's doch so ist, dann gibt's Grund für Freudentänze, keine Frage. Also, Herr Pehler, nehmt das als Aufruf, wenn ihr dafür seid, so ein Interface-Einbindung im Spiel zu haben offiziell, ab ins Forum. Meckert da drüber. Mal einmal rumkotzen. Ja, das als das Einzige, was ja so total vergänglich ist, ist, dass du spielst viel. Du hast ja irgendeinen Ruf erarbeitet, die Leute wissen darüber, das ist ja mit mir, mit Braddock genau dasselbe. Als Türsteher, der ist ein bekannter Hund und die Leute hören und achten darauf, wenn er was sagt, weil man hat Feedback von den Mitagierenden, also von den Wirten und von den Gästen. Die meisten freuen sich, oh, es gibt draußen gleich eine Schlägerei, der Türsteher mault rum, geht mal alle raus, zum Beispiel. Das ist auch häufig vorgekommen. Da haben sich die meisten auch drüber gefreut und da wusste ich, ja gut, das ist halt so eine Art Macht, die ich ausspielen konnte, weil die Leute haben das akzeptiert. Und genau das will ich halt für alle anderen, dass halt die, wie soll ich das sagen, das halt auch machen können und das sogar noch offiziell bestätigt wird, dass sie halt, wie gesagt, zum Beispiel ein Offizier hat das Recht, einfach seine einfachen Wachleute rumzuscheuchen und sagen zu befehlen oder halt jemanden festnehmen zu lassen. Sowas zum Beispiel. Dass man das halt auch vernünftig ausspielen kann. Natürlich kannst du auch nachher den Offizier absetzen, wenn der Scheiße baut. Oder halt wie das bei euch im Sturmwind so war, wenn die Leute plötzlich nicht da sind, die gewählt worden sind, dass natürlich auch so ein Regimewechsel vollzogen werden kann. Aber dass dann halt wie einfach diese Dynamik dahinter hängt, aber auch wiederum nur zu einem gewissen Grad, wenn du eine gewisse Anzahl an Spielern hast. Es nützt dann nicht, wenn du halt nur einen Chef hast und keinen Untergebenen, aber 10 Vollpfosten und keinen, der sie führt. Und natürlich kannst du das auf jede Art, zu jedem Haus, zu jeder Gesinnung und Richtung halt, dass du natürlich auch erweitern. Wie in Silbermond bei uns der Fall war, mit vielen Adelshäusern. Pöbel hat sich sowieso miteinander verkracht, aber die hohen Leute, die haben sich da mal kurz zum Kaffeegrenzen zusammengesetzt und haben da mal auch Tacheles gemacht, also richtige Politik. Das wurde dann auch von dem Fußvolk dann auch nachher auch akzeptiert. Mhm. Wenn gesagt worden ist, ihr zofft euch nicht mehr, dann war auch Ruhe im Karton. Nur halt auf offizielle RP-Schiene, weil die Möglichkeiten gegeben ist, ja genau wie bei uns im reellen Leben. Du hast einen Arbeitgeber, du hast Leute, die du brauchst, du hast Recht und Ordnung. Warum das auch nicht im Spiel umsetzen können? Ja, wäre mal eine Idee, ja. Muss ja auch nicht hundertprozentig so sein. Ich denke mal,
Ja, da werden sicherlich gute Einflüsse reinkommen aus der Community, wie das im Endeffekt dann ablaufen kann oder wie im Endeffekt auch nicht. Aber Blizzard sollte auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, auf die Ideen. Wir können das ja vielleicht mal einreichen. Und einen riesen Thread öffnen und mit 1000 Twink-Accounts reinschreiben, wie wir das wollen. Ja, ich sag ja, ab in die Foren. Wenn keiner in die offiziellen Foren reinschreibt, wird sich da auch nie was tun. Egal wie wenige das sind. Das ist wohl richtig, ja. Okay, ich schreib was ins Forum. Sag Bescheid, ich werde sofort ein Upvote setzen, es als Sticky markieren und unterschreiben. Also, ursprünglich war unser Thema ja, wo man RP in-game erreichen kann. Und wollen wir da nochmal festhalten, auf Allianz-Seite ist das der Rollenspieler-Channel, auf Horden-Seite ist das vorwiegend der OOC-Channel. Das sind so die Hauptbereiche, wo ihr jemanden ansprechen könnt, gerade wenn ihr im RP neu seid, einfach join Rollenspiel, join OOC. Was mir persönlich noch aufgefallen ist, ich denke mal, das liegt wohl daran, dass relativ viele Allianzlampen zur Horde zwischendurch rüber gewechselt sind oder umgekehrt. Es gibt den Rollenspiel-Channel auch auf Horden-Seite, der ist allerdings nicht sehr stark besucht. Da findet ihr auch zwei Leute, aber die werden euch mit aller Wahrscheinlichkeit in den OOC-Channel weiterleiten. Oder direkt an die Ansprechpartner, die ihr haben wollt. Gut, das war in-game. Was gibt es denn, wir haben zwar schon zwischendurch rausgehört, so Forum und hast nicht gesehen, was gibt es denn RP-technisch als Anlaufstellen außerhalb des Spiels? Was kennt ihr da so? Muss man das Nachtliga-Forum jetzt noch explizit erwähnen, weil ich das mal kurz zusammenfassen, das ist zumindest für die Allianz-Seite, Horde-Seite habe ich festgestellt, wohl nicht so arg, der Anlaufpunkt für alle möglichen Themen. Ja, da wird auch viel, das EC-Geschehen wird da halt auch schon mit beeinflusst, zum Beispiel, bei uns in der Gilde machen wir das, machen auch viele andere Gilden, dass man zum Beispiel so ein paar Geschichten schreibt von seinen Charakteren. Ich mache das immer ganz gerne, ein paar Leute von meiner Gilde machen das auch sehr gern und das gibt auch ein bisschen Leben in die Sache, weil einerseits vereinfacht es auch einiges, weil was man alles gerne machen würde, machen wollte, kann man EC nicht immer einfach gleich ausspielen, weil dann würde man zu gar nichts mehr kommen. Und dann kann man zum Beispiel gewisse Geschehnisse um gewisses Spiel, was man in-game betreibt, halt ein bisschen, sagen wir mal, so eine kleine Brücke dahin bauen. Also sagen wir mal, ich bin jetzt von Firalas nach Stormwind. Dann ist es ja quasi so, ich war vor 8 Stunden noch in Firalas, dann komme ich später online, bin in Stormwind. Und dass man quasi diesen Weg von dorthin, warum ist es geschehen, weshalb ist er da weg, dann in diesem Forum so ein bisschen in einer Erzählung dann niederschreiben kann. Das macht das Ganze immer ein bisschen lebendiger. Das ist immer ganz cool. Und Und halt natürlich wird alles möglich organisiert. Kalender, es gibt einen großen Kalender, wo man reinzieht. Und weil wir sehen, heute ist Tavernenabend, morgen wird ein Dämon ausgelöscht und übermorgen ist dann irgendwie Strip-Bordell. Und halt das genau. Ja genau, das brauchen wir auch noch auf der Folie, natürlich, ein Strip-Bordell. Am besten mit Tauchen. Ja. Möglichkeiten sind alle gegeben. Ja, warum stimmt. Warum nicht sie auch nutzen? Damals, ne? Ja gut, nee, da wird halt organisiert, gemacht, getan, kann man sich austauschen, ist halt eine gute Anlaufstelle für offizielle Sachen. Und da gibt es halt auch relevante Listen für Neueinsteiger oder halt Wiederherkommende, die Mentorenlisten, die Gildenlisten, eventuell, was gab's noch? Also Mentorenlisten haben wir jetzt eine, ja seit 2 Monaten, und eine Gildenliste, wo die ganzen aktiven Projekte mit aufgeführt sind, sodass man sieht, ich will jetzt beim Nachtelfen-RP machen, da gibt's den Orden der Dalanare, melde ich mich mal bei dem und dem Charakter. Ja, jetzt wird das Wiki ja auch, Vorschläger-Wiki auch sehr viel benutzt. Dass man da so ein bisschen über die Gilden das erfahren kann. Also ein bisschen, was sind die eigentlich? So ungefähr. Also, denke ich mal, haben die meisten Gilden noch ihren Wiki-Eintrag. Das ist immer ganz, ganz interessant. Das machen ja auch andere Server. Also ich habe auch, jetzt hat mich irgendwie eine Gilde angeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen. Machen Nacht-FMAP vom Metrie-Orden. Die möchten auch so Cross-Stream-AP machen. Rate mal, wer die auf dich hingewiesen hat. Ja, da kommt's raus. Ich sag's mal so, lass mich raten. Du hast mir das angetan, ein Spaß. Ich fand's ja toll. Ja, ich habe die erwähnt, weil die haben es mal drüber gehabt, dass es da mit Nachtelfen-Thema halt ein bisschen Konflikt-RP gibt, was bisher gut gelaufen ist. Und da haben die mich, da hat er einen Spieler erwähnt von den Anodora. Die sind ja auf Hordenseite gewechselt zwischenzeitlich, wie ich mitbekommen habe. Die gibt es, glaube ich, aktiv auf der Allianz-Seite nicht mehr großartig.
Und er hat sich halt, hat halt so gefragt, ja, wer sind denn die andere Gilde? Und da habe ich ein bisschen, ja, erzählt über den Orden Dalanare, meine Erfahrungen. Und ich denke, habe dann gesagt, welcher Charakter da der Anführer ist. Vielleicht war das dann der Thema gewesen. Also das Thema gewesen. Ja, cool. Okay, damit haben wir Nachtliga-Forum abgedeckt. Foli-Wiki, also Forscherliga-Wiki, was mittlerweile, oder seit auch schon längerer Zeit, Nachtliga-Wiki mittlerweile heißt. Was habt ihr sonst noch so an externen Quellen? Ja, Xobor, sagt das einem von euch was? Es gibt viele, die machen von ihren Gilden so externe Foren noch Xobor, also so eins haben wir auch. Okay. Das ist dann aber mehr für die Gilden selber eigentlich gedacht. Also das ist, Homepage-technisch. Ja, es ist ein bisschen übersichtlicher, es ist ein bisschen besser gegliedert. Und das vereinfacht alles immer so ein bisschen. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir jetzt im Orden der Dalari da irgendwas reinschreibe oder so, dann kopiere ich das auch nochmal Xobor, weil das einfach das ist ein bisschen angenehmer. Ne? Ein bisschen übersichtlicher einfach. So quasi ins Nachtliga-Forum für alle zum Mitlesen und dann Xobor. Das hat die, das hat quasi meine EC-Stellvertreterin, die Avalora, hat das erstellt mit ganz viel Mühe, super viel Liebe und hat auch definitiv Sinn gemacht, das zu machen. Hat eine clevere Idee gehabt. Okay. Weiß nicht, ob das sonst noch wer macht. Ja, ich wusste, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, die Faust hatte früher ein Forum, das wurde aber, glaube ich, abgeschaltet, weil der Betreiber aufgehört hat, beziehungsweise das, glaube Geld irgendwie was war da. Und dann sind sie, glaube ich, zum Nachtliga-Forum gewechselt, weil halt der Vorteil auch ist, du hast dann einen Account für das interne Sach alles und einen, wo du auch dann mit dem ganzen anderen arbeiten kannst, wo du eben Kalendereinträge machen kannst, wo du in die Diskussion mit einlesen kannst oder auch in anderen Gruppen sein kannst. Okay. Also ich habe so das Gefühl, Allianz mag zwar prägsamer sein, was das Forenleben auf Nachtliga-Forum angeht, aber ich glaube, wenn ich jetzt Toroka oder Braddock frage, was die noch so an Quellen kennen, da dürfte sich dann rauskristallisieren, dass Horde da ein bisschen aktiver ist, was externe Quellen angeht. Also in dem Sinne, Toroka, was kennst du denn so noch an externen RP-Quellen, Besprechungsquellen? Toro noch da? Du redest was, aber wir hören dich nicht. Ihr hört mich nicht? Oh, das ist schlecht. Hört er mich jetzt wieder? Nee, dich hören wir, aber sie nicht. Bei mir wird da angezeigt, dass grün außenrum ist und ich höre nichts von ihr aber. Ach so. Dann wird das Mikro runtergedreht oder verschluckt. Dann würde ich sagen, dann leiten wir erstmal nach Braddock weiter, bis wir da das Problem gelöst haben. Und ich denke, Braddock hat auch was sehr, sehr Schönes zu erzählen. Ja gut, bevor ich da Toroka ins Wort falle und ihr alles klaue, sage ich halt das, was ja... Ja gut, gerade für sich ist ja halt eine sehr mächtige... nicht nur eine mächtige Gilde, sondern halt auch die sehr viele fähige Leute drin, die halt zusammen halt die Promotion halt sehr gut machen können. Aber halt, was ich halt als damals schon intuitiv fand, da war, gut, das ist von der Todeswache halt auch rübergekommen mit den Leuten damals, die haben halt eine Online-RP-Zeitung. Der Bote. Gut, der heißt auch der Bote. Und halt die Betreiber halt, das war halt einer von der Forscherliga und einer von der Todeswache. Die sie halt auch schon von damals halt schon auch von Classic-Zeiten, um sowas, das Spiel nach außen zu bringen. Aber das ging halt auch einfach nur deswegen halt, weil die halt so eine Website betreiben, pflegen, machen und überhaupt erstellen können. Was jetzt zum Beispiel bei meinen Fähigkeiten halt, ich kann zwar Holz hacken, aber das war's dann auch schon. Und das hat sie dann halt einfach dann so herauskristallisiert, dass sie, wo ich dann auch dazu gestoßen bin, halt, wo man halt nach Kontakten, nach Infos gesucht hat oder einfach nur nach Neuigkeiten, weitere Nachrichten, um die Zeitung selbst zu betreiben. Und so kam das halt vom einen zum anderen. Und jetzt mit der gesamten Zusammenlegung hast du dann halt wieder jetzt für die jetzt wieder neue Arbeit, wo du halt dann halt Infos hast oder du hast hier einen Plot bespielt oder was Größeres, lieferst dir einen Text, ein paar Bildchen, machen was Schönes daraus, dass das auch Leute von außerhalb lesen können. Gut, wer es weiß, guckt da häufiger rein und wer es noch nicht weiß, der wird daraufhin verwiesen. Nur ist das halt jetzt für die Art der Arbeit halt eine, ja, einfach intuitiv zwei Sachen miteinander zu verknüpfen und wie gesagt Spiel, Arbeit, Webdesign, mach mal eine RP-Zeitung draus. Ich meine, ist halt mit allen anderen Sachen ja genau dasselbe. Mhm. Mach den Hobby zum Beruf. Oder das Beruf zum Hobby. Und sowohl als auch. Aber der Bose ist wirklich zu empfehlen. Sind sehr interessante Artikel drin, auch nette Witze.
Ja, ist halt nur halt alles schon ein klein bisschen halt auch ein bisschen angestaubt, weil halt einfach im Moment wenig ist oder wenig reinkommt. Was man halt auch jetzt, ja, es ist bedarf halt einfach vieler anderer, Hilfe anderer, um sowas wieder sehr aktiv betreiben zu können. Richtig. In dem Sinne, jetzt kennt ihr die Zeitung, schaut da mal rein. Und wenn ihr eine RP-Gilde seid, RP-Projekt habt oder sonst irgendwas, meldet euch da und lasst euch da ein bisschen promoten. Unter Umständen. Ja. Oder hört euch Nachtliga im Interview an. Ja, sowieso, ja. Aber gut, jetzt, ohne jetzt mal jetzt auch was jetzt von Torka vorzunehmen, ist ja da auch die neuen Medien, die sie halt einfach nutzen. Definitiv. Die ich halt auch in denen sehr geil finde. Man sagt jetzt so böse Facebook. Aber ja, es stimmt, es hilft ungemein. Oder halt, ja gut, sie können auch eine eigene Website betreiben, was ja auch unheimlich förderlich ist. Oder halt jetzt neuerdings die ganzen Internet-Foren-Accounts, Foren-Accounts, was sage ich da bloß, überhaupt die Foren, die sie halt damit erreichen können, ist halt im Gegensatz zu damals halt unvergleichlich. Also wenn ich die Zahlen gesehen habe, die durch ihre Werbung sehen, ist das halt ein Vielfaches von dem, was ich überhaupt bisher erreicht habe. Ja, das muss man sagen, sie waren das gerade lassen. Die haben gutes Marketing. Ja, das ist, das kann man nicht bestreiten. Ja gut. Nein. Ist zu bestreiten. Kann die Tore gerne mal weiterleiten. Ich fand das Event mit Archimonde genial. Super. Fand ich toll, dass ihr das organisiert habt. Ich habe viel, also Sebanas Garde, den Namen kennt ja auch wieder mittlerweile durch solche Events. Also ich konnte leider nie bei so einem Event mitmachen, leider, ich muss immer arbeiten, aber würde es gerne mal machen, also wenn da wieder sowas, wenn da wieder Events eben sind und ich kommen kann, gerne. Ja, es ist halt einfach die Sache, du hast gerade in dieser Gilde sehr viele fähige Leute, die ein spezielles Wissensgebiet haben. Und da sind einfach nur genau die richtigen aufeinander getroffen. Und das ist halt, wie gesagt, das, was sie halt schaffen, unschlagbar. Wie gesagt, und allein schon die Werbung über Facebook alleine macht mehr aus, als das, was ich in den letzten 10 Jahren an Promotions durchgesetzt bekam. Das machen die in einem Monat. Und das heißt was. Das ist, steht außer Frage. Denke, liegt auch daran, weil ja auch dann eben Sylvanas Garde durch die größeren Events, die ja auch von Blizzard selber promotet werden, eben auch dann ein großes Ding hat. Eine einzelne RP-Gilde, die wird von Blizzard nicht promotet. Da gab es ja dieses Star Trek-Event letztens, das wurde ja auf der offiziellen Facebook-Seite von WoW gemacht. Und dann hat man die Gilde verlinkt gehabt als Seite und das Event. Natürlich gehen dann alle auf die Facebook-Seite von der, wenn es gefallen hat, liken das und kriegen es dann mit. Ja, das ist das, was wir uns schon damals gewünscht haben, vor 10 Jahren. Ja, du weißt doch, damals war es Internet-Neuland. So, probieren wir es nochmal. Toro, kannst du jetzt wieder reden? Bei mir ist mit ausgeschaltetem Mikro rechts drin. Okay. Ja, ich war selber lange Zeit mal in der Garde drin. Was kann ich so erzählen? Ja, die gehen tatsächlich hin und nutzen alles, was sie so an Quellen kriegen können. Melden sich bei den Redaktionen von Buff to Curse und hast du nicht gesehen, wenn sie ein großes Event geplant haben und fragen da an, ob... ob da drüber Werbung gemacht werden kann, reichen sogar fertige Artikel und sowas dann ein. Und das wird dann gerne aufgenommen und gerne weitergeleitet. Und was die Zusammenarbeit mit Blizzard angeht, da haben sie den Schritt gewagt und sich an den Community Manager gewandt, der von Blizzard, der die da dann supportet mit ihren Events. Soweit mein Wissen. Da kann man also festhalten, traut euch, lohnt sich. Ja, und uns hat man halt damals halt schon eigentlich in dem Sinne schon abgewürgt, dass man, ich sag mal jetzt doof, einfach schon selbst, wenn die Games bei den einfachsten Sachen nicht helfen wollten, haben wir uns auch schon nachher gedacht, wozu jetzt dann noch weiter die Mühe machen. Okay, wir haben zwar immer wieder probiert, aber wurden dann aufgrund unserer Größe halt damals einfach auch, ich sag mal so, abgewimmelt. Hört ihr mich jetzt wieder? Jawohl. Ja. Ja. Oh mein Gott. Frohlocken. War interessant, die Loblieder zu hören, die da so gerade auf die Karte gesungen wurde. So, ich will sprechen. Ich hoffe, wir haben nichts Falsches erzählt. Ah, alles ganz furchtbar, ja. Quatsch. Ja.
Wie gesagt, und deswegen finde ich das schon zu einem halt erschreckend, wie groß dann halt der Einfluss von Sylvanas Garde ist, auf gerade die gesamte Community und dass jetzt Blizzard den auch noch bei den Events halt quasi noch aushält. Quasi ist genau das, was ich mir schon immer damals schon gewünscht hatte, hätten die mir damals gemacht, die den Server heute quasi persönlich geleitet. Hätte ich mir das als Beruf gemacht. So dicke haben wir es nur auch nicht. Wir kriegen die Werbung, da sind wir super, super dankbar für, dass wir die Facebook-Werbung bekommen. Und trotzdem haben wir zum Teil Schwierigkeiten, die Events vollzukriegen. Ganz ehrlich, wir machen da extrem Marketing und sind froh, wenn wir unsere 30 bis 50 Leuten bei manchen zusammenkriegen. Bei anderen, wie dem Casino, werden wir überrannt mit plötzlich 150 bei, weiß ich nicht, um die 60 Anmeldungen. Aber auch das haben wir gestemmt. Server alleine leiten und so, in ferner Zukunft. Mal schauen. Ja, genau. Weltherrschaftspläne stehen schon. Später, ja. Und wir machen gerne was für die Community. Es wurde eben ja schon gesagt, das mit dem Archimon HC-Kill. Da wir sind super dankbar, dass sich doch Gilden gefunden haben, die da auch mitgemacht haben, weil alleine hätten wir das nie umsetzen können. Es war einfach eben die Idee, man hat die Möglichkeit, warum muss man immer für alles Geld nehmen? Wir haben so viele Leute, die einfach nur Rollen spielen und nicht raiden wollen. Warum soll man denen nicht eben auch mal so ein Geschenk machen? Und war eine geile Sache, muss ich sagen. Hat Chef sich gut ausgedacht. Wir waren zwar erst selber erstaunt, aber hat sich gelohnt. Und wir machen halt gern unsere großen Events, einfach was anbieten, wenn man dann sagt, Blizzard bringt kein Update, alles langweilig, bespaßt man sich eben selber und kann da auch ganz viele Sachen erleben. Das ist so unser Baby. Jo. Ich glaube, das Schönste, was ich, oder das Größte, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe und miterlebt habe, das war damals die Ingame-RP-Messe, die von eurem Gildenmeister veranstaltet wurde. Ja, ja. Ich erinnere mich noch daran, er hat explizit darauf hingewiesen, dass das, das war zum ersten Mal, dass das noch nicht offiziell von der Garde veranstaltet wird, also die Organisation, die lief wirklich komplett über ihn selber, ja. Mit Zusammenarbeit natürlich der ganzen anderen RP-Gilden, und das war echt ein Mords-Event. War ein Riesending, ja. Da gab es auch noch den schönen Massenport, das war ideal für das Event, alle so schön zur Mondlichtung geportet, überall gab es dann Stände der einzelnen RP-Gilden, da konnten sie dann sich vorstellen, es gab Bühnenprogramme und auch da war die Hölle los. Ja, da brauchst du einen riesengroßen, roten, lauten Tauren, damit du überhaupt weißt, dass es ja einen Moderator gibt. Jo. Und das war auch wieder ein super Beispiel, dass die Community doch was bewegen kann. Denn da sind auch einige YouTuber, die meinten, ihren Spaß da abziehen zu müssen, fies mir auf die Schnauze gefallen und haben ein paar 24-Stunden-Bands und länger kassiert, als sie sich so toll benommen haben da. Ja, ja, aber das ist halt bei den Events, die sind angekündigt, Blizzard weiß da Bescheid, und wenn jemand quertreibt, dann ist der auch ganz schnell mal vom Server runter. Mhm. Also ist einfach so, dass wir da für gewöhnlich irgendwo im Hintergrund einen aufmerksamen Game Master rumsitzen haben und Störenfriede da auch ganz schnell eins auf den Deckel kriegen. Ja, zu Recht. Ne? Wahrscheinlich ist es dann auch immer derselbe, oder ist es einfach gerade der, wo Zeit hat? Nicht, dass ihr hier euren persönlichen Game Master habt. Nee, das nicht. Das natürlich nicht. Ich sag nur, dass die Events angemeldet sind. Und von daher sind die vorgewarnt, dass es da zu Störungen kommen kann. Dann geht's natürlich auch über die Meldefunktion. Man muss sich schon irgendwo bemerkbar machen, aber da ist dann natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn man schon weiß, die Garde macht da ein Turnier und da rennen, ne, die 50 Mitspieler rum und noch XY Publikum, also 70 bis 100 Leute, da haben die dann schon ein Auge drauf. Sind wir ja auch schon mal servermäßig, was weiß ich, wohin geschoben worden, damit wir nicht ins Ruckeln kommen. Oh. jetzt muss ich auch nochmal vorsichtig am Bradock anfragen. Ja. Von dem, was am 12. im Kalender drin stand. Wolltest du darüber noch was erwähnen oder erstmal noch nicht? Was habe ich denn da schon wieder reingeschrieben am 12.? War das der Kriegsrat? Nee, diesen Monat am 12., was wir da hatten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell darüber reden soll schon. Also meinst du das Hüter-Interview? Nein. Ich habe nämlich ziemlich viele Kalendereinträge, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich da habe. Bully TS kommen hattest genau, du. Genau, das Bully TS. Ach so, ja. Das war jetzt halt, genau. Also die Grundidee war halt auch damals von Todeswache, halt die Leute, die auch den Boten betreiben, die machen halt auf ihren Server halt für die Gesamtcommunity einfach, ich hole mal einfach ganz doof aus, dass die Leute
sich für RP-Events halt mal auch untereinander Dinge, die halt einfach mal jetzt ein Gespräch benötigen, anstatt jetzt immer nur zu tippen und zu schreiben, halt von größerer Planung oder halt ein Forum AI immer noch zu doof ist oder zu langwierig, dass man halt, da haben die halt einfach immer so ein TS-Treffen abgehalten, wo halt sämtliche Leute, die jetzt dazu was, ich sag mal jetzt mehr oder minder beitragen und darauf halt auch Einfluss nehmen können, wenn sie halt ein größeres Event haben, um das mal aussprechen zu können. Weil es halt einfach ist, genauso wie jetzt hier im Interview, man kann viel mehr Informationen auf einmal in kurzer Zeit miteinander absprechen, um was stemmen zu können. Ich habe jetzt einfach nur dieses Konzept übernommen, eins zu eins kopiert und nur gesagt, wie wäre es mal, wenn man die Leute miteinander, die sowieso schon RP machen, aber dann halt auch noch ein klein bisschen besser kennenlernt. Ich meine, man hat ja Doof Braddock als Bild, als Text, groß, riesig laut, aber wie ist das jetzt als Spieler? Ist er jetzt doch so oder ist er doch nur so ein kleiner, ja gut, andere Fremdwörter benutze ich mal nicht. Einfach so halt von der Person her, dass du weißt, dass du auf so eine Person zugehen kannst, weil das ist nicht so schlimm, wie es meistens klingt, weil ich schreie die Leute an, ich beleidige sie häufig, mache sexistische Andeutungen, aber jetzt so jetzt vom Gespräch her ist es ja natürlich nicht. Aber gut, das hat ein bisschen was mit dem Türsteherjob zu tun. Ja, so und jetzt TS-Com an sich ist einfach nur eine verbesserte Absprache zwischen den Leuten für Events, Anregungen oder wenn es doch mal wieder Knatsch und Tratsch gab, wo jetzt wieder ein Problem gelöst werden muss, dann holt man die Leute mal ran, diskutiert das mit denen aus, erstellt eine Lösungsmöglichkeit, um im Verfahren eine Situation wieder zu lösen oder halt um eine Situation zu bessern. Das ist ja quasi genauso, was wir hier tun. Wie können wir halt unser Leben einfach verbessern und vereinfachen? Genau. Die Horde quasselt gerne. Die Allianz schreibt offenbar sehr gerne in Foren und sonst was und wir regeln vieles direkt dann in-game durch Hin- und Herschreiben oder durch TS-Gespräche, komm mal eben in Channel so und so und wir quatschen ganz gerne. Außerdem im Battle.net-Forum, wer es glaubt oder nicht, unter Forscherliga, die Nachtwache, gibt es auch immer noch den Info-Thread, der gerade vor ein paar Wochen wieder aktualisiert wurde, sowohl Horde als auch Allianz-Seite. Was gibt's an aktuellen Gilden? Wer ist Ansprechpartner? Und da können sich dann nämlich willige Wechsler auch einfach vorher mal informieren, was es so gibt bei uns auf dem Realm. Und für Horde-Seite versuche ich auch so ein Event-Ankündigungs-Thread halbwegs aktiv zu halten. Also was so in den Kalender kommt bei uns, dass es auch im Forum steht, wenn da mal jemand Interesse hat. Manchmal vergesse ich es. Ich gebe es ja zu. Ich versuche, die Sache einzutragen. Ich würde sowas halt dauernd vergessen, also alles gut. Nee, meistens kommt's rein, aber so Dauersachen wie jede Woche die Taverne, da habe ich schon drauf hingewiesen, Wanderers Ruhe ist zum Beispiel immer 5 Tage die Woche und Wiffernschweif ist immer mittwochs, das steht da eh schon drin, das muss ich jetzt nicht 3 Millionen Mal reinschreiben, aber wenn wir wieder was Ausgefallenes in den Kalender reinkriegen, dann gebe ich mir auch Mühe, das übers Forum noch zu bewerben und wenn es passt und unser Facebook-Account nicht überlastet ist, mache ich darüber auch schon mal Werbung für solche größeren Sachen. Ja, also halten wir nochmal fest. Wir haben also an externen Quellen das Nachtliga-Forum, das Nachtliga-Wiki, auch als Frühli-Wiki bekannt, den Boten, das Battle.net-Forum sowieso, auf Horden-Seite noch TS und ja, zusätzlich noch die Ingame-Channel. Und ja, auch wenn der Eindruck manchmal so aussieht, als wenn die MP-Community jener Fraktion auf den einzelnen Sachen nicht so aktiv ist, in den anderen Sachen sind sie dann aktiver. Und was man auch noch erwähnen sollte, wenn ihr RP macht, irgendein Event veranstaltet oder sei es nur eine kleine Bespielung, einen kleinen Plot oder sowas, scheut euch nicht, irgendwelche Störenfriede da zu melden. Ich meine, wir RPler an sich, ich sag jetzt mal wir RPler, obwohl ich nicht so wirklich RPler bin, sind zwar sehr tolerant, aber tut euch da keinen Zwang an. Wenn da jemand stört, meldet's, ist euer gutes Recht und ja, dafür ist die Meldefunktion da. Das ist nichts Böses. Und die GMs werden sich dann gegebenenfalls damit auseinandersetzen. Also. Und vor allem, Aktion, Reaktion, wer Mist baut, bekommt Mist ab. Richtig. Und schlechtes Karma. Nicht nur das. Darum kümmern sich die Pandaren. Und die müssen sich dann auch nicht, es gibt ja auch leider manche
kann man jetzt auch mal an die wenden, die jetzt selber AP machen, dann auch schon mal gerne Störenfriede sind. Die müssen dann nachher nicht jammern, wenn dann niemand mehr mit ihnen spielt. Ja, richtig, das ist natürlich auch so eine Sache. Erstens versuchen natürlich den Störenfried darauf hinzuweisen und zweitens, so wie man sich selbst benimmt, so kriegt man das auch wieder an den Kopf geworfen, zurückgeworfen. Dementsprechend. Aber das sind echt Ausnahmefälle, wo man zu solchen Sachen dann auch greifen muss oder wo sowas vorkommt. Ja, bestimmt. Also auch Leute, die selber AP machen, die Störenfriede sind, das ist auch sehr selten. Das ist dann höchstens mal einer von einem anderen Server, der dann irgendwie unseren Rollenspiel-Channel kennt und dann halt rumnörgelt. Das ist eigentlich eher zu belächeln. Jo. Aber es gibt halt solche Sachen, deshalb, man sollte es erwähnen. Gut, da frage ich nochmal so in die Runde. Wir haben noch zwei Topics offen, wir sind aber schon weit über die Zeit. Wollen wir weitermachen oder wollen wir es lieber auf den nächsten Talk verschieben? Ja, Zeit. Mach ja, weiter, Alec, los. Das mit den Crosshin-Zonen hat sich ja eigentlich eh erledigt, oder? Wie die sich auf uns auswirken, das haben wir eigentlich schon erwähnt. Ja. Im Vorfeld zum Chat haben wir das schon erwähnt. Okay. Da frage ich anders. Hat irgendjemand noch was dagegen, wenn wir ein bisschen weitermachen? Nö. Gut. Dann kommen wir nochmal auf die Cross-Realm-Zonen zu sprechen. wie wirken die sich auf RP aus? Und ich sage jetzt schon mal, sorry, der Eindruck wird recht negativ sein. Ja, Leute, total förderlich. Man steht mit jemandem zusammen und plötzlich ist er weg oder man trifft sich irgendwo und sieht niemanden und ganz, ganz, ganz großer Mist. Wir haben übrigens eben alleine 15 Minuten gebraucht, weil wir uns ja auch im Spiel hier zusammengesetzt haben mit unseren Charakteren, bis wir uns einander mal irgendwie begegnen konnten, weil siehst du mich? Nein. Siehst du den? Nein. Mach mal eine Gruppe. Was machen wir mit denen von der anderen Fraktion? Ja, Mist. Ja, dann quasi an die andere Ende von Tiresfall. Wir hoffen, dass wir aus dem Failing raus sind. Dann sind wir nicht da raus. Also einfach mal kurz zu fassen. Blizzard, bitte raus mit dem Scheiß. Oder um ein Beispiel zu bringen. Es gibt die einzige Möglichkeit, dieses Phasing aufzuhalten, ist, wenn du die Leute in eine Gruppe packst. Das Problem ist aber, selbst dann funktioniert das Phasing nicht richtig. Ich kann ein aktuelles Beispiel. Ich habe diese Woche einen Plot organisiert. Aber vom Rat von Dalaran Leute da gewesen. Und da gab es dann folgenden Fall, dass ich gesagt habe, Gruppe teilt euch mal in zwei Gruppen auf. Da war eine Gruppe hat sich bewegt, die andere Gruppe hat sich bewegt und vier Spieler standen blöd für mich da. Die standen einfach noch auf derselben Stelle. Für die anderen waren die bei mir gestanden. Ja. Das hatten wir eben auch. Bei mir zum Beispiel aktuell online steht der Dalaran die ganze Zeit rum. Ich weiß nicht, ob der sich hingesetzt hat. Wir hatten das eben auch. Da sah es für mich so aus, als würde Frederik sich quasi auf den Kopf von Bredak setzen. Genau. Ich Man muss den Relog machen. Das ist halt auch so ein Quatsch. Also ich meine, Phasing an sich, die Idee dahinter ist ja nett. Los. Ja. Blizzard, es funktioniert nicht. Raus mit der Scheiße. Ja. Es funktioniert nicht. Also ja, und wenn ihr ein vernünftiges Konzept habt, oder wo das funktioniert, dann bringt es rein, weil es ist so lästig. Es geht mir total auf den Sack. Ja. Also ich reg mich jeden Tag darüber auf eigentlich. Ja, nicht nur, dass sich das aufs normale Spielen auswirkt, was man noch einigermaßen umgehen kann und mitleben kann, aber im RP ist das auch noch extrem nervig. Da bist du halt darauf angewiesen, dass du dich gegenüberstehst. Ja, da will man da ein Event beginnen und dann sieht man die Hälfte nicht. Ey, wieso seid ihr nicht da? Sind wir doch, wie jetzt. Ja, genau, das ist scheiße. Also das muss ich einfach nicht begreifen. Na gut. Vor allem im Endeffekt, selbst für die PvEler und so, ist das gesamte Konzept, die ganze Idee mit diesem Phasing-Thema auch unnötig, weil du siehst an sich nur die Leute da, Punkt. Du kannst weder mit denen handeln, noch kannst du mit denen irgendwie groß kommunizieren über eigene Channels oder so weiter. Du kannst sie anwispern, okay. Du kannst mit denen Portalen machen und wohin Questen gehen, ist in Ordnung, aber handeln geht nicht. Die sind eben auch aus der Phase da raus, du kannst sie keine Gilden einladen. Ja. Toll. Ach ja, eine wichtige Sache, die ich jetzt bei Phasing gerne noch erwähnen würde, was ich nicht begreife. Sagen wir jetzt zum Beispiel, wir hatten ein super Beispiel, waren am Kathedralenplatz und dann hüpfte da irgend so ein, irgendein Schwongo von Mithriorden rum. Ja, ich meine, Mithriorden, habe ich nichts gegen, nur gegen diesen Schwongo hatte ich ein Problem, der da rumlief und die ganze Zeit irgendwie was von seinen tollen Brüsten erzählt hat, keine Ahnung, und unser IP aktiv gestört, der auch gemeldet wurde. Dann wollte ich ihn auf die Igno setzen. Geht nicht. Ja, Spieler nicht gefunden, ne?
Ja, was soll denn der Blödsinn? Da muss ich seinen Scheiß die ganze Zeit lesen. Das war so vollgespammt, dass wir gar keine API mehr weitermachen konnten. Hm. Also da muss Blizzard echt was machen, das geht gar nicht. Dass man den Weg ignorieren kann, da kann er von mir aus ja da rumhüpfen, damit stört er mich nicht. Was mich nur stört, ist dann sein Scheiß Belaber. Ah, gut zu wissen, das habe ich auch nicht gewusst, dass Igno-Server-übergreifend nicht möglich ist. Nee, geht nicht. Da steht einfach den Spieler nicht gefunden, aber ich kann ihn anders von. Also ich denke mal, prinzipiell steckt da viel Potenzial hinter dem Phasing und gute gute Ideen also dahinter. Aber da ist noch sehr viel Nachholbedarf und Verbesserungsbedarf. Ja, man hätte es vielleicht erstmal ein bisschen besser, wie gesagt, besseres Konzept sieht er erstmal auslegen können, bevor man es reinsteckt. Mhm. Das ist glaube ich, so ein bisschen mal eben aus der Tasche jetzt so, wo bekommen wir das vor. Ja. Quasi auch so eher nach dem Motto, wir wollen irgendwie was haben, dass die Leute sehen, die Städte sind noch belebt, ne? Mhm. Auch egal genau. Wie, egal warum. Der Stummel ist immer noch leer, warum? Ich stehe doch hier, nee. Und vielleicht auch nochmal wichtig hervorzuheben, kein RPler wird sich darüber aufregen, dass es dieses Phasing gibt und dass da andere Nicht-RPler rumstehen und da Sachen machen. Das Problem ist, dass das das Spielen stört, wenn die Leute, mit denen man interagiert, auf einmal nicht mehr da sind. Ne? Genau. Also dass genau, da andere Leute halt die Störenfriede von anderen Servern, dass man die es leider gibt, nimmt es sich überhand oder so, aber die es halt leider gibt, dass man die nicht ignorieren kann. Genau, also, dass man die vernünftig ausklammern kann, das sollte wenigstens genau, gegeben sein, wie auf dem eigenen Server. Weil es hat sich dann irgendwann wirklich so eskaliert, dann gab es den einen, dann gab es den nächsten, dann gab es noch einen, dann gab es noch einen, dann gab es noch einen. Alles Dämonjäger. Egal, true. Und dann denkt man sich halt auch, was soll denn das? Wieso hat man dann diese Handlungsmöglichkeit nicht? Das ist halt sehr, das ist ein großer negativer Punkt für mich beim Phasing. Ich finde das fast noch schlimmer als dieses auf einmal weg sein. Mhm. Wobei dieses auf einmal weg sein natürlich deutlich häufiger auftritt, aber das war echt, also das ganze, unser ganzes API war mal am Arsch. Mhm. So ja, gesehen, ne? Wie unser Gast ja auch schon gerade nochmal erwähnte, hat ja vorher schon ein paar gute Infos reingegeben. Man kann denjenigen dann auch noch vernünftig ignorieren, allerdings muss man mit dem auf irgendeine Weise interagiert haben. Das heißt, er muss zurückgewispert haben oder sonst irgendwas. Um den Spieler von einem anderen Server dann gescheit ignorieren zu können. Jo, er hat mich ja tot gewispert, das ging nicht. Weil ich ihn dann da doch angewispert habe, hey du, sorry, hör damit auf, hat nicht aufgehört und dann gesagt, dann werde ich dich melden. Mhm. Ja, sorry, aber geht nicht. Ja, das könnte dann, auch zurzeit nur ein Problem sein mit dem ganzen Pre-Patchen, hast du nicht gesehen. Mir fällt es auch oft auf in letzter Zeit, dass ich immer wieder Spieler sehe. Dann sehe ich den Titel von denen und dann steht der Name unbekannt oder so. Ich denke mal, dass dann wohl Ladeprobleme oder sonst was gibt durch dieses Crossrealm, Schnickschnack, Rummel da, dass das nicht richtig funktioniert. Aber generell funktioniert das eigentlich, wenn derjenige zurückgewispert hat oder man interagiert hat, sollte man den eigentlich ignorieren können. Naja, nur mal gucken. Also Tatsache war, dass es bei mir dann damals nicht ging. Mhm. Obwohl ich ihn angewispert hat, war ganz komisch. Und die anderen, die da auch waren, hatten ja auch selbe Probleme, die mussten den Scheiß die ganze Zeit mitlesen. Da waren auch noch ein paar andere Rapider, die dann in der Ecke standen. Also drei Dämonenjäger, die jetzt nicht störend waren, ne? Die standen halt da in der Ecke und haben auch ihr API gemacht und waren genauso genervt. Und dann haben wir halt quasi alle sechs Ticket geschrieben. Jo, also liebe Blizzard-Mitarbeiter, diesen Punkt bitte noch vor der Interface-Interaktions-Einarbeitung schieben. Der ist noch wichtiger. Dankeschön. Gut, nächstes und abschließendes Topic. Welche RP-Add-ons sind eurer Meinung nach wichtig für Spielen im RP, beziehungsweise empfehlenswert? Ich denke mal, vorschreiben wird keiner von euch irgendwelche RP-Addons, aber ihr werdet sicherlich gute Addons kennen. Total RP ist Pflicht, mein Quatsch. Es ist empfehlenswert auf jeden Fall. Bei Total RP 3 eigentlich, ne? Ja, 3, es gibt den 2er irgendwie noch, aber da wird ja nicht weiter supported. Das ist wahrscheinlich eher für diejenigen, die es damals hatten und nicht ändern wollen. Oder ich habe es einfach mal zusammen. Allgemein ein beliebiges Flag-Addon. Da gibt es ja verschiedene. My Roleplay, Flag ASP. Auf Aldor-Seite gibt es doch Gnome-Tech. Irgendwie von der Aldor, von dem Programmierer, die nutzen das auch.
Ja, im Prinzip auch fast egal, welches Flag-Add-on man nimmt, muss man halt gucken, was man selber am liebsten mag. Soweit ich das gesehen habe, die meisten Add-ons haben ein sogenanntes Mary Sue-Protokoll da drin, das kommt glaube ich aus dem Englischen. In diesen Flag-Add-ons bedeutet das einfach nur, dass die anderen Flag-Add-ons lesen können. Mary Sue selber bedeutet eigentlich dann meistens, dass das ein Charakter ist, der overpowered dargestellt wird. Das ist einfach eine Anspielung drauf. Das ist irgendein Protokoll, die wispern quasi die ganzen Daten einfach durch, dass es übertragen wird, darüber und dann baut sich das Flag dadurch auf. Genau. Es gibt da noch einen Channel, der wurde früher dafür genutzt, der Extension Tooltip Channel, der wird aber nur für zwei Sachen eigentlich benutzt. Einmal für Total RP3, da gibt es ja diese Scan-Funktion, und wenn man scannen kann, sind in diesem Gebiet Rollenspieler aktiv. Wo sind die? Kann man vielleicht die auch anspielen. Darüber wird es über diesen Channel gemacht und bei Griffinheart Items, das ist ein Add-on. Da kann man sich quasi eigene Items erstellen fürs Rollenspiel oder Bücher schreiben und so weiter. Da werden Sounds drüber abgespielt. Aber dieses Protokoll, wie du gesagt hast, dann. Wer ist das denn? Kannst du das mal einfach reinschreiben? Ich schreibe mal eins, ich suche mal kurz raus bei Curse, dann kann ich vielleicht sogar einen Link geben. Jo, verlinken kannst du das, ja. Ich werde auch gucken, dass ich das nachher unterm finalen Video da mit runter verlinke. Beim Nachtliga-Forum gibt es ganz unten im Archiv einen Foren-Thread von, weil ich glaube, einer von der Forscherliga hat das mal mitentwickelt. Ja. Okay. Packt man den Link rein. Damit konnte man sich selbst Items erstellen, die du im RP benutzen kannst, wo die Gegner, wo die anderen alle draus lesen und darauf zugreifen können, was im Chat stand, um zusätzliche Informationen halt darauf hin zu lesen. Man kann ja auch mit Shift zum Beispiel ja auch so jetzt ein Item in den Chat packen und da kann man da draufklicken und sieht irgendwas. Das konnte man mit Griffinheart Items auch. Du hast zum Beispiel dann jetzt das verfluchte Buch von Dagaras gemacht und hast es da reingepackt, dann konnte einer mitlesen. Ja, coole Sache. Habt ihr sonst noch irgendwelche Add-ons für den RP-Bereich, die ihr empfehlen würdet? Ich habe einen noch Add-on, das habe ich aber glaube ich mal beim Interview schon erwähnt. Hat mich auch ein Spielerin drauf gedacht. Unlimited Text Messenger heißt es, glaube ich. Im Endeffekt tut das nur, wenn du jetzt im Savers schreibst, also nur eine gewisse Zeichengrenze. Dann wird es abgehängt und dann musst du quasi abschicken und den weiteren Satz weiterschreiben. Wenn du diesen Addon drin hast, schreibst du einen Text, irgendwann machst du fertig und dann wird das schon aufgeteilt. Finde ich ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Emote schreibe und glaube, ein Wort ist irgendwie zu viel und dann packt es so. Ich hilfreich, muss man aber nicht haben, kann ja auch immer noch das Normale nutzen. Und ansonsten kann ich da nur noch Vim dazu empfehlen, wenn man gerade mit vielen Leuten oder mit sonstigen Konsorten da im Wispern ist, dass man nicht durcheinander kommt, weil das habe ich halt als Türsteher halt so häufig, dass viele mich auch fragen, ist was, läuft was, gibt's was, und dann machen das dann halt 20 Leute gleichzeitig, und bevor ich da durcheinander komme, ist das mit Vim halt einmal schön aufgeteilt, wenn dich da einer anflüstert, da kannst du immer gleich noch nachträglich, nicht, dass da gleich der Chat total überladen ist und du schon die letzten 150 Sachen nicht mal nachlesen kannst, weil da schon einer wieder nachgefragt hat. Hört sich nützlich an, auf jeden Fall, ja. Was ich noch empfehlen kann, ist, das war der falsche Knopf, wie heißt das blöde Addon nochmal, Lore Library, das sammelt alle möglichen Bücher, die man in-game gelesen hat oder so, und als Mini-Button an der Karte oder wo auch immer man das hinpacken will. Und die kann man dann jederzeit wieder aufrufen und nachlesen. Ist ziemlich nett. Und wenn du mehrere davon gesammelt hast, ich glaube 14 oder 15 Stück oder sowas, kriegst du auch gratis neue Bücher automatisch dazu. Zeigt ja dann auf der Minimap, zeigt dir dann auch noch in den einzelnen Gebieten an, ob da noch ein Buch ist oder irgendeine Schriftrolle, ein Grab etc., was man lesen kann. Und ja, da kann man dann hinfliegen. Ist ganz nett. Du hast noch irgendwelche Addons. Ich glaube, eigentlich für das RP braucht man ja sonst nichts weiter. Oder RP-spezifisch. Das ist halt nur PvE, da gibt es natürlich Millionen mehr Addons. Backnen, dass du halt auch auf RPGA A weißt, was du für ein RP-Item bei RPGA B hast. Den Wardrobe-Helper für die ganzen Mog-Items. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein gewisses Mog-Set raussuchst, da gibt es auch dann das Addon Mogit, wo du quasi eine riesige Datenbank hast aus RP, aus Vorlagen vom Optischen. Das ist halt zu Spielereien, die man noch als Unterstützung helfen kann, wenn man zum Beispiel jetzt ein Set sich raussuchen möchte. Was Mogget sich ja jetzt quasi erledigt hat eigentlich. Ja, Mogget kannst du aber immer noch Wunschlisten erstellen, du kannst immer noch direkt am Charakter anzeigen lassen, dies und das.
und siehst auch direkt, wo es ist. Wenn da steht Händler, dann weißt du bei Mokit, glaub gleich, welcher Händler. Ja, ich glaube, das schönste Feature, was auch immer noch ziemlich nützlich ist davon, ist, wenn du in einem Stunt bist oder sonst was und irgendwas gedroppt ist, du siehst sofort beim Mouse-Over von dem Item im Chatfenster, wo die Items drin stehen, die du einsammelst, wie das am Charakter aussehen würde, wenn du das so eingestellt hast. Auch wenn's, vor allem auch, wenn es wieder eine Platte und was auch immer ist, wenn du als Plattenträger jetzt ein Ketten-Item für deinen Set haben möchtest, das siehst du ja in dem vorlangen Fenster von Blizzard nicht. Mhm. Ich kann es ja nicht mucken. Ja, und da siehst du es halt noch, ne? Kannst auch so einstellen, dass dein Vorschaufenster, was Mouse-Over dann erscheint, dich entweder mit kompletter Rüstung anzeigt oder dass wirklich nur dieses eine Item an dir angezeigt wird. Und das ist gerade bei Handgelenken und Hemden oder sowas, die sonst von den anderen Klamotten überdeckt werden, ziemlich nützlich. Und aus dem Chat kriegen wir noch die Meldung, Pratt und Elephant sind noch gut, um Chat und sowas mitzuloggen als Add-ons. Immer wenn ich einen Chat mitlogge, was habe ich denn? Ja, kann man machen, aber ja, die Frage, wer tut seine richtigen RPs locken, abspeichern und dann irgendwie sich zwei Wochen später nochmal durchlesen? Und Pratt verändert die Größe, lese ich gerade noch. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das ist schon das ein oder anderen Mal nützlich gewesen, sowas mitloggen zu können. Als ich die Eventaufnahmen noch gemacht habe und sowas, konnte ich die dementsprechend nachher noch den Eventleitern noch zuspielen, was ich da so mitgeloggt habe. Weil durch die ganze Orga und die ganzen Hintergrundgeschehen und sowas haben die selber kaum was davon mitgekriegt. Und so konnten wir noch schön mitgucken. Wir sind dir sehr dankbar dafür. Kein Thema. Okay, das erste Beispiel doch. Also naja, wie bei all den Add-ons, ne? Es gibt da nützliche, es gibt da unnützliche und im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden, ob man sie brauchen kann oder nicht. Aber ich denke mal, ja, das sind so die Dinger, die wir so meistens hier verwenden. Und ich denke, damit sind wir auch schon, ja, was heißt schon, wir sind jetzt so am Ende vom Talk. Wie war so euer Eindruck für den ersten Talk? War es okay oder nicht so? Habe ich mir gerade noch die Stimme lauter vorgestellt. Tut mir leid, dass ich dein Weltbild zerstört habe. Aber ich wollte hier noch wenigstens diplomatisch konform rüberkommen. Also nicht so, hallo, ich bin Braddock, Matsch. Tut mir leid, dass meine Soundkarte mich nicht so wiedergeben tut, wie ich in Wirklichkeit bin. Ja, alles gut. Okay. War gut. Man ist manchmal vom Thema abgekommen, aber wir haben es ja immer irgendwo wiedergefunden. Also war sehr unterhaltsam. Ja, viele neue Erkenntnisse auch mitgenommen. Ja, definitiv auch so ein Hintergedanke, dass sich der Talk irgendwann verselbstständigt, dass man automatisch weiterspinnt oder sowas. Also den Punkt fand ich sehr positiv. Oh Gott sei Dank. Komm gerne auch mal die Person zu erwischen, mit denen, wo ich mir sowieso überlegt habe, die könnte man anschreiben, aber ich glaube mich nicht. Etwa gewisse Person von einer gewissen Garde. Husen! Was? Du wolltest mich nicht anschreiben, du hattest Angst vor mir? Nein, um es kurz zu sagen, ich hatte bisher nicht die Zeit, aber einfach mal so dies und das Kontakt austauschen, schadet ja nicht auch mal übergreifend zu machen. Dämonenjäger können ja auch übergreifend effektiv schwätzen. Und Pandaren auch. Ja, auf Pandarisch vielleicht. Und dämonisch. Mhm. Ja, das kann man zum Beispiel irgendwie mal was machen. Oder wenn ich auf Horden seid, mal was gucken wollt. Gibt's ja, ihr seid ja ein großer Ansprechpartner oder hier Braddock, einfach über alte Zeiten schwätzen. Aber es weiß keiner. Ja. Bitte? Also einfach melden, wenn man was absprechen will. Bei uns beißt keiner. Und Braddock und ich tauschen uns untereinander auch immer aus. Wenn jetzt irgendwie auch mal eine Anfrage wäre, hör mal, die brauchen ein paar Hortler für einen Plot, die sich PvP flaggen und mit den anderen kloppen oder was weiß ich, dann fragt an. Ja, klar. Weiß aber nicht. Aber wie gesagt, gerne mal. Und außerdem, ich level ja eh jetzt einen Hortler mal wieder hoch, den Schurken von damals. Aber die über die Jahre besser jetzt wurden. Ne? Ja. Vielleicht werdet ihr mich auch mal irgendwie beim Event sehen. Ja, was also ich weiß nicht. Naja, um das mal so zu sagen, das ist jetzt einfach den Job, den wir halt einfach haben, den wir uns auch annehmen, um quasi sowas einfach am Laufen zu halten. Das ist halt, so wie ich das jetzt sehe, aufwendig, die ganzen Kalender entweiht, ich wisst man dich Leute von hier und da an, musst du mal dies und das machen, du musst mal kurz das was beregen. Ach, die wollten ein großes Event machen, musst du mal eben mal kurz die Organisation übernehmen. 25.876 Leute fragen, auf Antworten abwarten, zusammenmischen. Weil jetzt zum Beispiel haben wir hier bei den letzten TS-Com-Treffen halt rausgefunden, wir machen wieder neue Anduri-Blutkämpfe, weil das halt damals ein altes RP-PVP-Event war.
in der Arena von Gurubashi, die funktioniert ja heute noch. Und da ja PvP jetzt nicht mal so zweigeteilt ist, kannst du quasi wirklich jeder, je nach seinem Equipstand, halt wie gesagt PvP machen. Und das wird dann halt auch wieder neu aufgerollt, was da wiederum schwer ist, weil du brauchst Leute, die kämpfen, du brauchst Promotion, du brauchst Leute, die aufpassen, wenn da mal wieder ein Störenfried reinkommt, den kannst du ja gleich in der Arena zerschnetzeln. Dann brauchst du die Zuschauer, die sich bespaßen lassen wollen, Brot und Spiele. Ja, und mach das mal in einen vernünftigen Rahmen, um die Arena zu füllen. Und wenn es funktioniert, können wir das dann auch häufiger machen, ohne dass es langweilig wird. Ja, natürlich, Leute, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, das macht immer Spaß. Ja. Geht dir? Darf ich übrigens noch was sagen? Also ich beiß auch nicht, nur wenn es schmeckt. Im Morgen, ich beiße immer. Ja. Gut, dann möchte ich mich nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr meine ersten Gäste wart und auch meinen anderen Gästen, also nicht Talk-Gästen, normale Gästen hier im Discord, die dabei waren. Euch habe ich auch gelesen, danke fürs Feedback und ich werde mich auch bemühen, dass mir da irgendwas einfällt, dass ich euch besser mit einbinden kann, wenn ihr mal was dazu sagen wollt. Zurzeit ist es noch so eingestellt, dass wir das halt schreiben können, um halt, noch ist der Anfang nicht so groß, aber ich habe mir da halt einen Kopf drüber gemacht, wenn ich da, keine Ahnung, 50 Leute plus mit drin habe in dem Programm, die dann alle gleichzeitig miteinander reden, das klappt natürlich nicht so gut, aber ich werde mir definitiv was einfallen lassen, wenn jemand was Wichtiges dazu beitragen möchte, dass ich dem kurz dann Rechte geben kann oder dass er dann sprechen kann. Ja, idealerweise wäre das natürlich auch, wenn ich das streamen würde, sei es jetzt direkt über YouTube oder über Twitch. Allerdings verreckt meine Grafikkarte. Ich habe keinen Plan, woran es liegt. Ich habe da schon alles Mögliche probiert. Sobald ich da irgendwie auf Livestream gehe, kriege ich eine Meldung, dass mein CPU schlapp macht. Ich habe die Auflösung schon runterskaliert. Ich war schon runter auf 600 Mal hau mich tot und zwar immer noch am ruckeln wie Sau. Funktioniert leider nicht. Schade. Leider. Sammelt Spenden. Bredrax braucht eine neue Grafikkarte. Neuen Rechner. Ja, will wohl irgendwann dran. Das ist kein Problem, ich bin sehr auf dem Schwarzmarkt aktiv. Immer noch. Kannst du das ausschneiden, bitte? Danke. Nee, wird leider nichts geschnitten. ja gut, was die nächsten Talks angeht, wollt ihr, wenn ihr als Gast dabei sein wollt, als regulärer Gast, ich, in allen meinen Informationen, die ich auf den Homepages, Forenseiten etc. Integriere, ist immer ein Link dazu drin, wo ihr direkt in den Channel reinkommt. Wollt ihr als Talk-Gast dabei sein, meldet euch, schreibt ja definitiv dabei, ich hätte daran Interesse. Wenn ihr kannst nicht du schon einen Stammplatz reservieren? Kann ich auch machen, ja. Dann bitte sehr. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr generell Zeit dafür habt, wenn das nur spontan geht, schreibt das dabei, kann ich dann einplanen. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, lasst Feedback da. Idealerweise habe ich mir das so vorgestellt, die nächsten 2-3 Talks gebe ich noch Topics vor, was wir so diskutieren können, was mir so in den Sinn kommt, damit das Ganze zusammenlaufen ist. Aber idealerweise ist es natürlich, wenn das Feedback von der Community kommt, wenn ihr eure Topics in die Kommentare unter dem Video reinhaut und wir dann darauf eingehen. Das würde mir dann doch schon sehr am Herzen liegen. Ja, irgendwie gerne. Mit den Fragen echt kommen, dass man dann den ersten Punkt beim nächsten Talk sagt, Fragen abarbeiten. Genau. Sammeln und dann sagt man Frage A und dann labern alle was dazu und dann Frage B. Ja, also ich bin definitiv zurzeit noch richtig motiviert, das hier durchzuziehen, regelmäßig alle 2 Wochen stattfinden zu lassen. Ich habe mir auch schon Gedanken über Specials gemacht, wie zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon drüber gehört, im Nachtliga-Forum gibt es ja ein Mentorenprogramm, dass wir darüber mal ein Special machen oder auch zu anderen Sachen. Und ja, Feedback der Community ist ja natürlich extrem wichtig und ich hoffe, da wird auch genug kommen. Jetzt von meiner Seite aus das Schlusswort zu sagen ist, RP ist halt wie ein großes Theaterspiel von Geist und Seele. Je mehr man sich dafür engagiert und die Freude daran hat, umso besser ist es. Man muss nicht groß sein, man muss nicht stark sein, man muss nicht schlau sein, man muss einfach nur selbst sein. Ich gebe jetzt mein bestes Beispiel dazu. Erst das macht quasi das Rollenspiel in dem Sinne aus, indem man einfach sich sein Leben anpasst. Jetzt habe ich natürlich einen roten Faden verloren. Seht ihr? Damit ist schon die Pointe und der wird schon mal mit gleichzeitig gerissen. Alles klar. Was für ein Schlusswort. Braddock verwirrt wie immer. Ja, ich muss mehr trinken.
Oder weniger. Gut, mag sonst noch jemand ein Schlusswort geben? War geil, gerne wieder. Genau. Danke für die Nutzen. Ja. Freut mich. Warum nicht? Gut. Interessant, da konnte ich austauschen. Ah, gut. Wunderbar. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Gut, dann gehen wir jetzt zum inoffiziellen Teil über. Ich werde die Aufnahme sofort stoppen und wer noch will, kann gerne hier bleiben und noch ein bisschen diskutieren. Was ein Quatsch. Und was ich auch machen will, alle, die bis jetzt regulärer Gast waren und noch nicht reden konnte, ich werde dann euer Mikrofon freischalten. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich für den ersten Talk und hoffe, dass die nächsten Talks auch so gut verlaufen. In dem Sinne, Horst Gipste, euer Bredak Schrecken der Meere.